Ei Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warhammer 40k Schattenjäger. Heute mit dem siebten Teil von Freue dich, denn du bist wahrhaftig. Heute mit dabei die Serie als Luna Nova. Aloha. Der Joe als Grotzok. Alter, voll krass, Grotzok, ala. Der Pikachu als PD000323. Abend. Und der Black Suicide als Cluster W12. Ja, ein Schuss, ein Kill. Sogar richtig geschrieben. Als ganz kurze Crash-Zusammenfassung, die Bombe an dem Koffer von Theodosius ist nicht hochgegangen. Die hat unser Tesh-Priester grandios entschärft und auch direkt eine Melterbombe oder Melterhandgranate daraus gemacht, die er für spätere Zwecke mitnehmen kann. Das Datenpad in dem Koffer enthielt Unterstützer oder geltliche Unterstützungs- oder Unterstützerlisten vom freudvollen Chor. Wir haben ansonsten dann noch gefunden, potenzielle Kandidaten, die wie haben die es nochmal genannt? Gleichheit, ne? Komm jetzt gerade drauf. Verarbeitete? Nee. Was waren die Messer? Harmonie, die genug Harmonie hatten, so rum, also Psioniker. Und bereits Verarbeitete, wo dann herausgefunden wurde, dass die zu Phacosia verarbeitet worden und leider auch die Saya-Strophen dabei war bei den bereits Verarbeiteten. Aber na, so ist das Leben im 40. Jahrtausend halt. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck sind dann die Schattenjäger, die Inquisitionsakolyten, ins Haus Strophen, haben das dem Oberst Lauren Strophen mitgeteilt, sind danach in den Alabasterhof, wo sie ja Einladungen hatten, haben da dann mal ausgepackt sozusagen, rausgeholt, haben sich bei den Wachen als Inquisition zu erkennen gegeben, so dann alle Räume durchsucht, unter anderem die privaten Gemächer von Theodosius, wo sie, ich glaube, nichts Sinnvolles an Info gefunden hatten, nur dass da ein Haufen bionische Arme, Beine und so weiter da waren. In den Gemächern von dem Chef vom Chor, dessen Namen war Kurt Abrock, und jetzt war der Berater. Ich komme jetzt gerade drauf, wie der Chef hier. Habt ihr, glaube ich, auch nur Geld gefunden, aber keine wichtigeren Dokumente, außer, jetzt muss ich gerade überlegen. Ne, den ersten Hinweis auf Ambulon habt ihr dann tatsächlich von der gefangenen Psionikerin, die verwahrlost in einer Zelle in einem Keller unter einem Meditationsraum saß, habt ihr die Info bekommen, dass sie Spur nach Ambulon führt, des Chors. Die habt ihr dann den Wachen vom Ministerium mitgegeben, in eine Zelle zu überführen, sozusagen. Und in der Bibliothek habt ihr nichts gefunden. Und wenn ich mich recht erinnere, wart ihr gerade wieder aus dem Alabasterhof raus, auf dem Weg ins Haus Strophen, oder wolltet ihr im Alabasterhof noch irgendwas machen? Das Ende weiß ich jetzt gerade nicht. Wir waren noch da und hatten uns dann halt entschieden, ob wir die jetzt alle abknallen sollen oder nicht. Also die Option alle abknallen, das sagt euch euer gesunder Menschenverstand, Adel des Imperiums zu töten, ist nicht gut. Kommt drauf an, ob wir gesund sind. Ob ihr gesund seid. Achso, der gesunde also Menschenverstand. Ich jetzt. Ja, ich hab's verstanden. Genau. Ja, ich hab die Anspielung verstanden, ja. Ja. Gut, dann zoomen wir wieder rein. Irgendwo in den Gängen im Alabasterhof befindet ihr euch gerade zur Zeit. Und überlegt, was ihr tun sollt. Fetch, oder? Krass, voll krass fertig, weißt du, Lan. Wir machen alle voll kaputt. Wir sollten den Ketzern nachspüren. Nachstellen. Ja, unsere Wege führen nach Ambolosch. Konkret, krass. Gehen wir nach Ambolosch? Das, was und er gesagt hat. Müssen wir voll krass rauchen, weißt du? Hey, möchte jemand Kraut? Ja.
Nein, danke. Hey Bro, warum nicht? Kraut ist gut für Gesundheit, Lan. Blut ist besser für Gesundheit. Jetzt Tee draus machen. Ja. Das Blut der Ketzer ist gut für deine Gesundheit. Luna hat's verstanden. Sehr gut. Ja, die Frage ist, wollt ihr direkt nach Ambulon aufbrechen? Wollt ihr vorher noch im Haus Strophen vorbei? Wollt ihr vorher... Ja. Krass, was wollen wir bei Strophen, Lan? Ich hab meinen Hut. Können direkt gehen. Ich bin für einen Zwischenstopp in den Zellen, um nochmal kurz mit der Kleinen zu quatschen. Beim Ministerium. Nur um zu kontrollieren, dass wir wirklich alles raus haben. Ja, könnt ihr machen. Bringt euch ein Gefährt. Fahrer, fahr uns. Zum Hauptgebäude des Ministeriums. Ein, ja, wie eigentlich auch sonst alle Gebäude im 40. Jahrtausend extrem wuchtig und massiv sind, ist das natürlich vor Aquilas. Aquilen? Was ist die Mehrzahl von Aquila? Ich nenne sie jetzt mal Aquilas. Aquile. Danke. Vor Aquile strotzend. Großes Siegel des Ministeriums drauf und auch mehrere Wachen vor der Tür. Die euch aber, ich nehme an, dass ihr euch dann spätestens dann als Inquisition zu erkennen gebt, ohne Probleme durchlassen. Und ihr dann euren Weg durch die verwinkelten Bürogänge des Gebäudes zum Zellentrakt führt. Wo... Daya oder wie? Dalia. In einer, da ihr es ja angeordnet hatte, er recht komfortablen Zelle sitzt. Ich bin übrigens aus dem Auto ausgestiegen. Hab so ein kleines Display bei mir auf der Brust freigemacht, wo dauerhaft draufsteht: The Inquisition, here we come. Sehr gut. Nee, Scherz. Okay. Ja, wie hockt sie da? Ja, nicht mehr so zusammengekauert, nicht mehr so resigniert, verwahrlost, ist gewaschen, sie hat normale Straßenkleidung bekommen. Ja. Ja, dann stelle ich mich vor ihr auf und muster sie erstmal so von oben bis unten. Mhm. Wirkt sie irgendwie erholter oder? Ja, definitiv. Wie ich sehe, geht es dir besser. Ja, danke. Ich bin wirklich sehr froh, aus den Fängen dieser Fanatiker entkommen zu sein. Hab Dank dafür, dass ihr mich gerettet habt. Wir brauchen deine Hilfe, um diese Ketzer dingfest zu machen. Jederzeit. Was benötigt ihr? Sag uns einfach alles, was du weißt. Ja, der freudvolle Chor hat mehrere Büros hier auf Skintilla. Er hat als Fassade predigt er Freude und Freiheit und ja... füttert als Schein die Armen, nimmt Geld von den Reichen und verarbeitet Psionika zu dieser Droge Farkosia. Wie bist du da hineingerutscht? Sie haben mich auf der Straße angesprochen. Ich bin eine, ich will nicht sagen, sehr gläubige Imperiumsbürgerin. Ich habe sicherhin auch meine Fehler, aber ich habe immer versucht zu tun, mich in den Augen des Imperators würdig zu erweisen. Und ja, die haben mich angesprochen, haben gesagt, ich hätte viel Harmonie in mir, ich sollte ihnen beitreten, ich könnte viel Gutes tun. Und ich habe dann dort auch in der Suppenküche geholfen am Anfang. Das war auch alles soweit so gut, bis sie mich dann irgendwann zu einer Unterredung geführt haben und ich dann eingesperrt wurde.
Und ich habe halt, ich wusste, dass ich Latent-Psio nicht bin und, ja, ich wollte mich auch bei der Inquisition dafür melden, weil ich ja weiß, dass es die Pflicht eines jeden imperialen Bürgers ist. Zu ehrlich sein, ich hatte Angst, aber ich, ja, hatte es wirklich vor, besonders, da ich wusste, dass es so gute Menschen oder vermeintlich gute Menschen wie den freudvollen Chor gibt. Deswegen wollte ich mich die nächsten Tage melden. Das habe ich ihnen auch gesagt. Und ich nehme an, genau deswegen haben sie mich eingesperrt. Betrachte es als Warnung des großen Imperators, dass er dich nochmal hat davonkommen lassen. Du hättest dich schneller melden sollen. Das werde ich jetzt auch tun. Das ist deine Pflicht. Und ich schaue die anderen an. Noch irgendwelche Fragen? Warum werdet ihr denn zur Suppe verarbeitet? Hast du davon was mitgekriegt? Und es ist eine Droge, sie wird verkauft, um Geld zu verdienen. Ja, da macht Sinn. Das ist zwar ein ekelhaftes Konzept, aber macht Sinn. Ist irgendwann mal in einem Gespräch, das ich zufällig belauscht habe, beziehungsweise das eine andere Psionikerin belauscht hat und ich deren Gedanken empfangen habe, wie ein Mann mit einer sehr blechernen Stimme und es gab mehrere quietschende Geräusche während dem Gespräch. Ich habe es ja nicht gesehen, sondern nur gehört. Also muss er irgendwelche freiliegende Bionik besitzen. Etwas erzählte, dass die Auftraggeber vom Sichelkontor sehr erfreut sind über die Umsätze. Ich grübele meinem Hirn nach, was denn Sichelkontor ist. Du kannst gerne mal auf ein Wissen-Imperium oder Wissen oder Krotz eventuell auf Wissen-Unterwelt, wenn er sowas hat. Abschaum oder wie das heißt. Würfeln. Ne, eine glatte 100. Nie gehört. Krotz, hast du sowas wie Wissen Unterwelt, Wissen Abschaum? Aber ich habe... Du bist sehr weit weg. Selbst wenn ich es habe, habe ich den Wurf verpatzt. Also von daher mit einer 70 werde ich da nichts machen. Eigentlich denke ich gerade darüber nach, über was Krotz nachdenkt. Eigentlich sehe ich nur ein klopfendes Äffchen. Machen wir anders. Mädchen, hör auf mit Fachbegriffe um dich zu schmeißen, erklär das näher. Was denn? Was ist ein Sichelkontor? Keine Ahnung, ich habe nur das Wort gehört. Ich guck mal aus der Zelle raus. Ist da so ein Administrations-Juppi? Natürlich, ist ein Wachen. Du, komm ein Stück näher, da muss ich nicht so schreien. Ja, Herr, ich komme. Was ist ein Sichelkontor? Ein Kontor. Sehr schön. Geh, guck das mal nach. Kontor ist. Jawohl, Herr. Ja, verschwinde. So, haben wir nicht einen mit den Blechquietsch schon kennengelernt? Ja. War das der Dicke auf der Scheibe? Oder dein anderer Äffchen mit den vielen Waffen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Eher ein zweiteres. Ja. Mit den bionischen Waffen. Tja, das heißt, der wird hier steinreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so richtig reich. Der verkauft Waffen unter der Hand und der verkauft Drogen unter der Hand. Mädchen, wenn du die Stimmen von dem Quietschetypen nochmal hören würdest, würdest du den wiedererkennen? Natürlich. PD. Hast du noch eine Aufnahme von der Party, wo wir waren?
Was? So keine Aufnahme gemacht von dem ganzen Abend? Von welchem Abend? Von dem Soiree, meinst du? Ja. Von dem Waffenhändler, genau. Oder wo was. Oder von dem Waffennarr oder von wessen Stimme willst du haben? Ja, ja, genau. Von dem, der gequetscht hat. Oder verwechsel ich da gerade was? Ja. Definitiv. Also, die Anspielung von ihr auf Quietschen von Bionik zielt definitiv auf ja. Den haben wir noch nicht gehört, nur gesehen. Genau. Also gehört habt ihr seine Bionik, ja, aber sprechen noch nicht. Nein. Ja, vergiss die Frage. Wir nehmen sie mit nach Ambulon. Yes. Ambulon. Unter welcher Identität wollen wir dorthin fliegen? Hey, krass! Ja. Du bist eins meiner Chicks, Lan! Und ich verteile Kraut auf die Planeten, Lan! Und rauchst du Kraut, kriegst du Braut! Du bist Braut, die kriegt der raucht Kraut. Ihr wollt dort als potenzielle Kunden für den Freitvollen Chor auftreten, oder? Korrekt! Ich hab voll gut Connection, weißt du, mit anderen Krautdrogen. Und ich mach neue Zweig auf mit Drogenkauf und Verkauf, An- und Verkauf, Lan. Bräuchtet ihr aber, also ich kenne mich nicht allzu gut aus, aber ich habe viel über Ambulon gehört. Das ist eine sehr interessante Stadt. Wenn man keine, ich nenne es einfach mal, Berechtigung hat, dorthin zu kommen, sprich eine Einladung vom freudvollen Chor, dass sie mit euch Handel treiben, werden euch die Wachen an der Landeplattform über den Rand der Stadt schmeißen. Ist Ambulon komplett in Hand, also jetzt Frage, komplett in Hand des freudvollen Chors, nee. Oder ist eine ganz normale Stadt? Anführungsnormale Stadt, es ist eine Riesenplattform von x Kilometern Durchmesser, die auf tausenden von mechanischen Beinen durch die Wüste auf Skintilla läuft. Ja, aber die wandelnde Stadt? Ja. Die ist doch aber in Hand. Des Imperiums, ja, oder? Richtig, richtig. Aber wie überall im Imperium und wahrscheinlich gerade in Ambulon noch mehr, haben natürlich die nicht offiziellen Organisationen ihre Finger so tief drin, dass die mit höchster Wahrscheinlichkeit erfahren, wenn ihr da auftaucht, einfach so. Und zum anderen ist das Imperium da so eingestellt, dass halt Leute ohne Zutrittsberechtigung hier weg. Okay. Dann reisen wir jetzt einfach dahin mit dem Glauben oder mit der Einstellung, dass wir dahin gehören. Dass wir Mitglieder des freudvollen Chors sind und eine Person dorthin befördern, die noch verbraucht werden muss. Aber dann müsstet ihr ein offizielles Schreiben haben vom Chor. Dann gehen wir uns ins Machen. Kennt ihr denn niemanden, der Verbindung nach Ambulon haben könnte? Kennen wir jemanden, der Verbindung haben könnte? Ist der Strophen? Wenn nicht der Strophen, wer dann? Okay, dann stupse ich mal den 323 so in die Seite. Strophen. Hey, heißt das, krasse Drogenidee ist vom Tisch oder was? Ja, die ist vom Tisch. Oh Mann, bist du voll die Scheiße Dreck, ey, Lan. Macht doch, was ihr wollt. Wollt ihr sie mitnehmen? Ja. Dann ab. Ey, krass, Kleine, kommst du mit? Bringen wir dich zu Strophen und dann auf Planet Land.
Ja. Okay, dann macht euch los. Ja. Also da um die Ecke von den Zellen zu den normalen Büroräumen biegt, hört er die verzweifelte Stimme einer Wache. Nein, Marie, ich brauche die Antwort aus dem Kognikator jetzt. Das sind Leute von der Inquisition, die wollen was von mir wissen. Die hängen mich auf oder so, wenn ich denen jetzt keine Antwort gebe. Aber ich finde doch nichts. Es ist mir egal, dann denk dir was aus. Oder sind sie? Haben wir das gehört? Ja, natürlich habt ihr das gehört. Ich ziehe meine Pistole. Ja, bitte? Gehe mit gestreckter Pistole auf den Typ zu. Hm. Guck ihn an. Setz ihn das Ding auf die Stirn. Wenn ihr Informationen habt, dann sagt sie uns. Wenn ihr keine habt, dann sagt uns das. Aber sagt nie wieder, dass ihr euch was ausdenken sollt. Ich hab keine Informationen über das Sichelkonto gefunden. So. Siehst du, dass sich so langsam einnässt? Ich drehe mich so leicht so nach links um, als ich ja die ganze Zeit vor ihm stande. Halt ihm jetzt die Pistole am Kopf vorbei, schieß in die Wand, steck sie wieder ein. Die Person hat keinerlei Information. Wir können gehen. Dreh mich rum und geh. Bist du dir sicher? Ich brauche Lautsprecher. Ich guck dir noch an. Für so mieselige Fehler wird man nicht erschossen. Verstehe, danke. Ja, vertrau dem Imperium, wieso mehr? Dafür wird man sonst erschossen. Jawohl, Herr. Ja. Nächstes Mal, wenn ich hierher komme, will ich wissen, wann Sichelkonto ist. Wir bemühen uns, Herr. Ein Hummel, wir können. Ja. Dann macht ihr euch raus und bewegt euch wohin? Zum Taxi. Einem Fahrzeug. Zum Strophen. Genau, zu Strophen wollt ihr. Ja. Ja. Da ist es jetzt mittlerweile, warte mal, das war Alabasterhof Abend. Also es ist jetzt schon ziemlich später Abend. Irgendwie kurz vor Mitternacht. Pech. Nur, es war eine reine Zeitinformation, keine Wertung. Und ihr kommt über die Landeplattform rein. Die sich, glaube ich, im ersten Stock des Hauses befindet. Hat ja ein Service-Level, also ein Untergeschoss sozusagen. Ein Erdgeschoss, ein erstes Geschoss. Ich finde, sage ich es euch, glaube ich, Stroh. Nein, da ist Hausstrophen. Genau, Service-Level ist quasi der Keller. Main-Level, First, Second und Third Level. Und die Landeplattform ist auf dem First Level. Und eure Quartiere sind auf dem Second Level. Und das Büro von Strophen war, wenn ich mich nicht ganz irre, im Third Level. Steht gar nicht dabei. Ah, Study or Office ist 13. Eigentlich ziemlich egal, wo der ist. Der war ja bis jetzt immer in der Bibliothek, oder? Ja, in seinem Büro. In seinem Büro. Ja, na dann würden wir doch gezielt da hingehen. Ei. Und wenn er da nicht ist, ja, darf Walter den wecken gehen. Dann wollt ihr selbst in seiner Bibliothek nachgucken oder wollt ihr einen der Diener beauftragen, ihn zu suchen, beziehungsweise ihn fragen, wo er ist? Geht direkt dahin. Ja. Gut, dann seid ihr jetzt gerade oben auf dem Weg vom ersten in den zweiten Stock auf der breiten Treppe. Ein Diener geht euch voraus, hält noch so eine Kerzenleuchter in der Hand, obwohl das eigentlich unnötig ist, weil
Das Treppenhaus ja beleuchtet ist, aber das ist, gehört wohl zum Stil, bei nachtschlafender Zeit mit einem Kerzenleuchter in der Gegend rumzulaufen. Als ihr bitte mal einen Aufmerksamkeitswurf machen dürft. Ich hab eine 0-1. Leck, das Leck mich am Arsch. Ich war gerade selbst perplext. Oder 0, 0 und eine 1 ist 0, 1, oder? Ja, ja, richtig. Oder, ja, geil. Wie viele Erfolgsgrade sind das? Das sind dann 5. Fick die Henne. Ja, sind 5. Ja, okay. Dann hörst du auf jeden Fall unten irgendwo, von weiter unten, ein dumpfes Tong. Und danach eine Explosion. Und, na gut, es gibt ja kein großes Treppenhaus. Das heißt, ihr hört halt nur diese beiden Geräusche. Von wo und... Achso, ich hör's nicht. Ja doch, also das Tong hast du vielleicht nicht gehört, aber die Explosion hat jeder von euch gehört. Ist jetzt schlecht dann zu sagen, ihr seid jetzt von der Treppe vom ersten in den zweiten Stock und es war von weiter unten. Entweder Erdgeschoss oder Keller. Würde ich da mal in die Richtung rennen. Folgen? Walter, ruf den Alarm aus. Wir gehen gucken, wo das ist. Was das war. Jawohl, Herr. Dann rennt ihr nach unten und... Macht mal die Waffe auf dem Weg parat. Ich glaube, das waren wir alle. Gerade als ihr die Treppe vom ersten Stock in den Erdgeschoss ins Erdgeschoss runtergeht, hört ihr automatisches Waffenfeuer unten. Ja, wie gesagt, Waffe bereit machen und dann rein da. Dann rein da, okay, alles klar. Dann ist es soweit, dann... Waren 10er plus dein GAB, gell? GEB. Ja, richtig. GAB ist ein anderes System. Aber das System im Prinzip habe ich verstanden. 8. Ich auch. Dann kurz mal bitte euren GEB sagen. 4. 4. Okay. Ladies first. Nee, 3. Entschuldigung. Dann Roboter first. Roboter. 9. Ja. 9. War es gerade eine 9 von Joe? Ja. Ja. Okay, was ist deine Gewandtheit? 40. Also 4, okay. Meine auch. Dann könnt ihr es versuchen. Ja, dann, wie gesagt, seht ihr, hört ihr das Feuer von, ich mach mal gerade die Karte ein bisschen größer. Was man hier. Hört ihr gerade Feuer von, ja, hört sich an wie Projektilwaffen, automatische Projektilwaffen. Und ihr kommt gerade, lasst mich mal gerade schauen, der Second Level ist da, zum Third Level geht's da. Das heißt, ihr kommt quasi die Treppe zur Haupthalle runter. Und da, das heißt so eine lange gerade Treppe nach unten, links und rechts. Sag mal eine Zahl bitte, dass man das irgendwie einordnen kann. Ich kann dir gerade nicht folgen, was für eine Zahl. Na, kommen wir da bei der 15 runter, oder? Ah ja, genau, in der Haupthalle, genau, bei der 15, richtig, ja. Okay. Bei der 15. Sorry. Die Geländer sind durchsichtig und ihr seht rechts in den Gang 10 hinter und links in diesen schmalen Gang Richtung Bibliothek und Büroräume seht ihr auf beiden Seiten Maschinengewehrfeuer, also Mündungsfeuer. Und geradeaus fällt euer Blick auf die Haupttür, die eingerissen wurde durch einen Sprengkörper. Sehen wir die Feuer von hinten, also quasi von denen,
Also, dass da welche reingerannt sind und die jetzt in die entgegengerechte... Genau, also von euch, sie laufen von euch weg und schießen nach vorne. Und ihr hört halt auch Todesschreie von wahrscheinlich Bediensteten. Ja, dann renne ich von hinten an die ran in den Gang und... Nach rechts oder nach links? In den Zehner. Mhm. Nee, warte mal, wo führt der denn hin? Wo liegt denn das Büro von dem Heini? Also, oder von irgendwem Wichtigen? Dritten also, im dritten Geschoss. Also da unten können die quasi nichts anrichten. Ich weiß, da ist nichts Wichtiges. Halt die Bediensteten, ne? Okay, gut. Nee, dann reich in den Zehner. Ja, wie sieht es mit den anderen dreien aus? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr die Treppe sichern? Oder? Nur damit ich jetzt richtig verstanden habe. Aus der 17 kommen Leute vor. Aus der 17 sind sie reingekommen durch den Hauptraum und die cleanen gerade den Main Level. Sind wahrscheinlich in zwei Trupps, einmal nach links und einmal nach rechts ausgerückt. Ah, gut, das heißt, versteh's. Von mir kommen 15 runter. Also habt ihr die Option, entweder geteilt beide Trupps zu bekämpfen oder hoffen, dass ihr einen Trupp schnell überwältigt und dann, bevor euch der zweite in den Rücken fallen kann. Frei nach dem Motto, trenne niemals die Gruppe. Rennen wir alle nach oben. In Third Level bewachen Strophen und warten da vor der Tür und werfen alles die Treppe runter, was kommt. Auch eine Möglichkeit. Und dann sind halt die Leben im Erdgeschoss wahrscheinlich verwirkt. Und wenn ihr im dritten Level wartet, halt im Second und First Level auch. Ja. Irgendwann geht dir noch die Moon mal aus. Und ich bin schon weg. Ja. Das ist die Frage, folgt ihr alle der Schwester? Ich folge. PD, gehen wir in die andere Richtung. Positiv. Wir trennen die Gruppe. Da. Dann. Lass die zwei Nahkämpfer beieinander bleiben. Treffen definitiv zuerst Grotz und Luna auf Widerstand. Und zwar seht ihr eine Gestalt im Korridor stehen, die gerade weiter hinten im Korridor eine Tür aufgetreten hat. An ja, leichte Armaplastrüstung trägt. In der Hand ein Sturmgewehr hält. Und an der Seite sowohl ein Schwert als auch eine Pistole hängen hat und der halt gerade mit Dauerfeuer mit dem Sturmgewehr in eines dieser Zimmer reinhält. Steht der mit dem Rücken zu uns? Bitte? Steht der mit dem Rücken zu uns? Mit der Seite. Also sieht er uns. Im Moment hat er ja das Mündungsfeuer der Waffe, das ihn wahrscheinlich ein bisschen blendet, aber... Ja, wenn ihr euch jetzt in den Gang reinbewegt, dann wird ihr euch bald sehen, ja. Wie viel Meter ist er ungefähr weg? Schau ich gerade nochmal nach, ob hier eine Meterangabe drauf ist. Ist egal, schieß. Nicht so, aber du denkst mal gut 20 Meter. Okay, dann versuche ich mich, da sind ja auch Räume, sind die offen? Ja, genau. Ja, dann versuche ich mich näher ranzupirschen, indem ich halt in die offenen Räume gehe. Von Raum zu Raum weiterpirschen, okay. Schwester Luna, wie ist deine Taktik quasi? Ich stürme mit gezogenem Schwert auf ihn zu und schreie, stirb, Ketzer. Jalla. Xena! Alla, so ruhig hat das schon. Lass mich mal gerade schauen. Hast du deine Bewegungsrate aufgeschrieben? Sollte von Gewandtheit abhängig sein. Ja, ja, genau. Wenn du den Charakterbogen hast, auf der zweiten Seite unten unter der Ausrüstung, unter dem Vermögen. Über den Wahnsinn. Sturmangriff, volle Aktion 9. Meter und Rennen, volle Aktion 18. Dann würdest du in der Runde genau zu ihm hinkommen.
hast natürlich den Nachteil, dass du nicht angreifen kannst. Aber wenn du einen Sturmangriff machst, dann kommst du nicht ganz bis zu... Könntest natürlich dann versuchen, hinzurennen und dann nochmal in eine Tür wegzuducken, damit er nicht auf dich schießt. Vor einem Ketzer. Der kann nix. Der kann nix. Okay, ja. Gute Einstellung, gefällt mir. Ja, dann stürmst du auf ihn zu. Trotz möchte trotzdem von Raum zu Raum oder? Naja. Um an Luna vorbeizuschießen oder? Naja, da ich ja zuerst dran bin, genau. Gehe ich halt von Raum zu Raum und sie ist nach mir dran und rennt. Also kann ich ja nicht mehr darauf reagieren, in der Theorie, also in der Praxis. Dann, warte mal die Karte. Raum zu Raum, das heißt, du stürmst in den ersten Raum 20 rein. Er ist bei dem dritten Raum 20 von oben. Also, ach Quatsch, vergiss es. Ich bin auf der falschen Karte, ihr seid ja im Gang 10. Stürmst du in Raum 5 rein und er ist bei dem Raum, der zur Treppe hochgeht, steht er gerade. Und in Raum 5 siehst du eine Dame, die du früher schon mal als Küchenhilfe gesehen hast, die am Boden liegt mit aufgerissenem Schädel und einer der Söldner ihr gerade eine Axt in den Kopf gerannt hat und die gerade am Rausziehen ist, als du den Raum betrittst. Ja, dann trete ich von hinten an ihm ran, halte ihm die Schrotflinte an den Kopf und drücke ab. Bitte. Ach. Kernschussreichweite, das heißt plus 30 zum Treffen, also 30 erleichtert. Friss Glas Shotgun Munition. Hast du eine normale Schrotflinte, oder? Ich meine ja. Du hast doch die Vollauto gekauft. Ja, hab ich. Ja, war das letzte Mal shoppen. Ja, doch, stimmt, hab ich. Ja, hab ich nur nicht aufgeschrieben. Genau. Ja. Ihr habt Halbauto. Das heißt, du hast 30 wegen Kernschutz plus 10, weil es halbautomatisch ist, dass du feuerst. Ja, dann trotzdem. 40. Bitte? Ja, ich habe eine 35 geworfen. Ich habe ballistische Fertigkeit 30, wenn es erleichtert ist. 40, genau. Das heißt, du hast drei Erfolgsgrade. Das heißt, zum einen im halbautomatischen Modus trifft der erste Treffer. Der zweite Erfolg, du hast drei, also vom halbautomatischen Modus trifft ein Schuss mehr. Und bei Schrapnell auf Kernschuss ist es auch je zwei Erfolgsgrade, das heißt, du hast drei Treffer, die du triffst, das heißt, du darfst 3W10 plus 3 würfeln und musst mir die einzelnen Treffer sagen, nachdem ich, fällt mir gerade ein, auf Ausweichen gewürfelt habe. Das hat er aber erschwert, weil er überrascht ist. Ja, da hat er eine 85, das heißt, du darfst alle drei Würfel werfen. Sneak Attack tot. 12, 12, 13. Nice. Das waren. Die 13 ist das eine 0 gewürfelt auf dem W10 zum Schaden machen? Eine 10 geworfen. Ja, also ja, genau. Dann darfst du nochmal einen Angriffswurf machen, das ist das sogenannte gerechter Zorn des Imperators. Und wenn du da unter deine 30 kommst, darfst du nochmal Schaden würfeln. Nee. Beziehungsweise nochmal mit allen Modifikationen, also plus 40 unter 70 würfelst. Okay, ja, dann habe ich einen Erfolgsgrad. Dann darfst du nochmal einen W10 würfeln, aber ohne die Plus, sondern nur den Würfelwurf draufzählen. 6. 6. Okay, das heißt, das sind 19. 12, 12, ja, selbst wenn der eine Viererpanzerung am Kopf hat, sieht man halt einfach nur, wie sich Rüstungsteile seines Armaplasthelms und halt Schädel und Blut vor dir über Boden und Wand verteilen. Luna hört hinter sich nur so einen dreifachen Schuss eines einer Schrotflinte und danach vielleicht noch zwischen deinen Schreien stirbt Ketzer hindurch ein Klatschen eines Körpers auf dem Boden. Gut, dann mache ich jetzt damit ich nicht zwischen den beiden Gruppen hinher springe, handle ich jetzt erst Luna ab und dann komme ich zu euch rüber. Ja, du, du rennst ja einfach nur quasi zu ihm hin. Er reißt ihn gerade so, aber das ist halt der Ende deines Zuges. Das heißt, er muss sich noch zu dir umdrehen und dann schießen.
Dann kommen wir zu Cluster und 3, 2, 3. Ihr rennt in den schmalen Gang hinein. Da befinden sich im Mahlzimmer, wo gerade zwei Bedienstete wohl sauber gemacht haben, weil überall ein bisschen Farbe rumgekleckst ist. Es kann sein, dass Julia heute nochmal versucht hat zu malen. Die da sauber gemacht haben, die gerade von einem Söldner mit dem Sturmgewehr niedergeschossen wurden. Überall sind Blutflecken an der Wand und Einschusslöcher. Und er dreht sich gerade wieder um, um aus dem Raum rauszugehen. Er dreht sich rum, das heißt, er läuft zwei Leuten in die Gewehrmündung rein. Genau, Cluster ist als erstes. Also, ja, also ähnlicher Effekt wie, wie quasi mein Counterpart von drüben. Wollt Pistole auf Brust setzen und abfeuern. Mhm. Bolt hat aber doch, hat auch eine Halbautomatik. Hast du auch Kernschussreichweite und Halbautomatik hast plus 40 zum Treffen. Das ist schön. Erfolgsgrade erzählen übrigens nur bis 100. Das heißt, wenn du jetzt mit allen Boni irgendwie 130 hättest oder so, gehen die 30 nicht drauf. Was haben wir? Nee, ist genau 100. Und mein Würfelwurf erlaubt mir 7 Erfolgsgrade. Schade ist, dass du kein Schrapnell hast. Also, dass die Bolt-Pistole. Aber reißend. Ja, Moment. Reißend ist der Schaden. Achso, Leute, nee, ja, richtig. Ja, sorry, richtig. Explosiv ist der Schaden, speziell ist reißend, ja. Also mit 7 Erfolgsgraden habe ich jetzt im Endeffekt 2 Kugeln getroffen, richtig? Gut. Genau. So, erster Schuss 9 plus, also 14. Und zweiter Schuss ist 12. Also 14 und 12 DS4. Sieht gut aus, ey. Mhm. Erster Raum, Cluster kommt vorbei. Hey! Definitiv. You die, Kackboon. Imperator, ich spreche zu dir. Man würde von der Seitenansicht einfach nur mal zweimal kurz hintereinander sehen, wie er zurückzuckt. Und die massereaktiven Schossen haben ja leichte Zeitverzögerung. Das heißt, sie dringen erst in den Körper ein und explodieren dann. Und dann ja, quasi so die Rüstung zweimal nach hinten, einmal auf Herzhöhe und einmal auf Bauchhöhe aufgerissen wird und so das Innere eines menschlichen Torsos über Staffeleien, halbfertige Ölgemälde, Pinsel und so weiter verteilt. Ein Kunstwerk. Neues Kunstwerk, ganz genau. Kannst Till Lindemann Konkurrenz machen. Ja, ich guck auch gar nicht mehr zu, wie die Leiche hinfällt. Ich ist mehr so ein im Vorbeigehen. Alles klar. Wie war das? Das nennt man Kunst am lebenden Körper. Richtig. 3, 2, 3, willst du den nächsten Raum links sichern? Also die erste 3 oder willst du weiter? Nein, nächster Raum. Links. Er ist ja rechts rein, das heißt, ich gehe, guck links rein. Genau, das, die erste 3 auf dem Plan. Ja. Ja, genau. Richtig. Da liegt auch ein toter Bedienstete drin, ist aber gerade kein Söldner zu sehen. Könntest nochmal eine halbe Bewegungsreichweite weiter in den Gang gehen. Ne, wir bleiben als Team zusammen. Soll ich dir mal Körperwelten live zeigen? Körperwelten live. Sehr gut. Dann sind die Bösen dran. Sau gut. Ja. Und der mit dem Sturmgewehr reißt seine Waffe rum, als die Sororita mit gezogenem Schwert in voller Rüstung auf ihn zugerannt kommt.
Und das muss man mal gucken. Schatturmgewehr. Schatturmgewehr hat W3. Allerdings, da er sich erst rumdrehen und Waffe ausrichten muss, hat er nur eine halbe Aktion. Das heißt, er kann nur einen Einzelschuss abgeben. Und schauen wir mal, was der Kollege. Ja, gar nicht so schlecht. Und hätte dich tatsächlich getroffen mit einem Erfolgsgrad, wenn du ausweichen möchtest. Das mache ich wie? Auf Ausweichen würfeln. Auswerfen ist eine Grundfertigkeit. Wenn du sie nicht hast, wirfst du auf deinen halben GE-Wert. Ich kann aber doch auch parieren, oder nicht? Also ich habe auch Ausweichen, aber... Eine Kugel kannst du nicht parieren. Ich bin eine Sororitas. Tut mir leid, so gern ich und so viel ich den Sororitas zugestehe, eine Kugel parieren mit einem Schwert, nein. Ach, aber ausweichen, na gut. Dann hallo, hast du irgendwelche Filme die letzte Zeit nicht geguckt? Das machen die alle. Nope, nicht geschafft. Dann trifft er dich für 6 Trefferpunkte. Da geht jetzt dein Rüstungsschutz runter und dein Konstitutionsbonus und den Rest kriegst du als Schaden. Widerstandsbonus. Danke, ja. Also... Hab da nichts übrig. Ich weiß nicht, wie viel die Rüstung abzieht. Hast du keinen Rüstungswert bei dir stehen? Nee. Was hast du denn? Brustpanzer und Eramidkapuze. Und irgendwie Armaplast, irgendwie sowas. Weiß nicht, was das alles ist. Also eine Armaplastweste hat 3. Und wie viel Widerstand hast du? 1. Echt jetzt? Ja, also 15. Aber ist ja 1. Ach, schon's essen, ey. Die Frage ist, hast du eine Armaplast-Weste? Hast du eine Armaplast-Jacke? Obwohl das alles auch 3... Ja, nee, dann ist es auf jeden Fall, ja. Ja, dann ziehst du von den 6 Schaden 4 ab und kriegst 2. Gut, dann krieg ich 2. Widerstand 15. What the fuck? Ja, man muss irgendwo Prioritäten setzen, ne? ja, gut. Ähnliches Schaubild ist auch auf der Seite von 323 und Cluster. Und zwar kommen da aus... stopp mal ganz kurz. Ja. Da hat einen, was hat sie noch? Aramid Kapuze. Ja, das ist der Kopf. Ja, ist okay. Ja, ist der Kopf. Hab nichts gesagt. Sorry. Ja. Kommen 2 Gestalten aus den Türen raus, sehen euch und eröffnen das Feuer. Der eine schießt mit einer 90 ganz klassisch in die Decke. Und der andere mit einer 96 auch. Ihr habt richtig Glück. Die ziemlich überrascht. Gut. Dann kommen wir wieder zu Grotz. Du bist ja in den ersten Raum rein, hast den erschossen. Ja, du hast jetzt gegenüber, schräg gegenüber noch einen Raum oder bewegst dich weiter hinten zu Schwester Luna. Das kannst du dir aussuchen und ob du die Räume unten zwischendurch anguckst oder nicht, musst du mir noch sagen. Ich gucke die Räume auf jeden Fall an, weil kann ja sein, dass da jemand drin ist und wenn ich da einfach vorbei renne, dann sind sie ja bei mir im Rücken. Aber vorher möchte ich noch mal, was hatte der für eine Waffe? Hatte der nur eine Axt? Er hatte, das Bild war eine Axt, er hat ein Schwert dabei, eine Pistole im Halfter und hat ein Sturmgewehr. Also eine Okay, dann nehme ich, das Sturmgewehr auf. Ja, und dann, wie gesagt, gehe ich zu der nächsten Räumlichkeit und schaue da rein. Hängst du dir deine um oder lässt du die liegen? Nee, ich hänge mir meine um. Gut, da musst du nochmal nachfragen. Ja, okay, dann. Ja, gehst du in die nächste Räumlichkeit, das wäre dann die gegenüberliegende 20, da ist niemand drin. Das Ganze mache ich jetzt so lange, bis meine Aktion aufgebraucht ist. Ja, genau, kommst du wieder raus, kommst nochmal so in den Gang kurz vor den beiden anderen Räumen. Dann ist Schwester Luna dran und darf dem Ketzer ihre Rache zeigen. Und das mache ich natürlich total. Warte. Pass auf, jetzt hat sie Stärke 95 oder so. Ist okay.
Nee, ich habe das Gefühl, bei Warhammer kann man gar nicht stark sein. Ich habe 2 Erfolgsgrade. Aha. Arme wie ein Okrin, aber Haut das wie ein Goldfisch. Halt wie ein Elf. Genau. Jetzt hab ich's. Gut. 2 Erfolgsgrade, ja, der versucht auszuweichen. 2 Erfolgsgrade hast du gesagt. Der hat aber auf 30 und hat kein Dodge. Ja, du triffst ihn. Jetzt darfst du ihm Waffenschaden machen, wenn du irgendwie ein monobeschichtetes Schwert hast mit einem DS-Wert. Sag mir das bitte. Ich mach 8 Schaden. 8 Schaden, das heißt, du hast keine 10 gewürfelt, das ist schade. Aber immerhin. Hast du Stärke addiert? Nö. Ja, dann mache ich 11 Schaden. Stärke-Bonus, genau. Ah, sehr schön. Das ist doch schon besser. Ja, und dann steht da noch was bei speziell plus 5 KG zum Angreifen. Also Kampfgeschick. Ach so, dann hätte ich sogar 3 Erfolgsgrad. Ja, das ist leider zum Treffen mit Nahkampfwaffen nicht Schaden erhöht. Aber für die anderen schwieriger auszuweichen. Ah, ja, ich wollte gerade sagen, aber ich kann besser angreifen. Genau, das ist richtig. Weil ja. Das ist ja das Schöne an der Sororita, du kannst quasi fast alles als Ketzer definieren. Und hast da also somit gegen fast alles plus 5 zum Angreifen, KG. Plus 5? Na, aber der plus ist 10? Auf alle Fälle. Also plus 10 bei Parade und plus 5 zum Angreifen. Okay, gucke ich nochmal nach, aber ja. Ja, gut. Dann steht da so. Ja, alles gut, ist gut. dann hast du deinen verwundet, der Grotz hat gemacht. Gut, dann ist jetzt wieder Cluster dran. Ich habe ja Gott sei Dank gesehen, wie PD in den anderen Raum. Ach nee, Moment, da stehen ja die 2 Pfeifen jetzt auf dem Flur, gell? Genau. Das ist ja easy. Kurz abhocken. Volles Feuer. Alles, was geht. Ja, die Moon muss raus. Die war schließlich teuer. Ist da immer noch irgendwie Boni dabei? Sag an. Nee, die sind jetzt weiter als Kernschussreichweite entfernt. Gut, dann sind's auch nur 2 Erfolgsgrade. Das ist 2 Erfolgsgrade zum Treffen. Schauen wir mal, ob der ausweichen kann. Aber mit einer 7, ihr habt echt Glück, 97 triffst du dann beide. Das heißt, du hast dich jetzt nicht bewegt, die Runde. Du hast nur halbautomatisch geschossen. Ja, meine 2-Schuss-Ding. Ja, genau. Das ist dann eine halbe Aktion oder eine Vollaktion? Nee, halbautomatisch und vollautomatisch schießen sind Vollaktionen. Da kannst du sonst nichts mehr machen. Außer rufen. Okay. Ausweichen auch nicht? Das ist ja scheiße. Ja, dann kill ich den doch jetzt einfach und dann ist gut. Ja, wäre gut. Erste Kugel 11. Zweite Kugel, yes! Zorn. Dritter Schuss, also die Bestätigung würde treffen. Und das macht jetzt, also erste Kugel macht 11 Schaden, zweite Kugel macht dann 15 plus nur den Würfelwurf, richtig? Mhm. Da ist da keine Plus mehr dabei. Genau, nur den Würfelwurf. Okay, also plus 7 noch. 15 plus 7. DS. 15 plus 7, ja, 22. Ja, aber das reicht schon, sind 22, das ist schon mehr als ein normaler Mensch Lebenspunkte hat. Ja. Die eine Kugel schlägt ins Bein rein, fetzt das so weg, dass es nur noch an einem Hautlappen hängt. Die zweite geht so in die rechte Schulter, direkt unter dem Schlüsselbein, ziemlich nah am Hals. Und man sieht halt erst, wie so die Schulter wegfliegt, der Kopf zur Seite umgerissen wird und dieser Oberkörper dann so quasi in der Mitte aufreißt und der dann als Vertreterhaufen liegen bleibt. Kurze Frage. Ja, bitte. Huch. Was ist mit seinem Kollegen, der neben dran steht, weil die sind reißend? Gar nichts, weil reißen nicht das. Und die Explosion von einer Boltpatrone hat Radius 0.
Leider ja. Ja. Das heißt, der wird, tut nix. Der wird reißend, ist nur für den Getroffenen selbst. Oh. Reißend heißt nur, dass ich 2 W10 schmeißen darf und den höheren Wert davon benutzen darf. Das heißt, der wird jetzt ordentlich besplattert mit Blut, aber ansonsten passiert ihm nichts. Was waren das, dass du nebendran noch den Scheiß mit zersplattert hast? Burst. Hm. Okay, schon gesagt. Hätte ich gern, ja, habe ich nicht. Ist in Ordnung, ich will es nicht übertreiben. Aber dann ist jetzt 3-2-3 dran. Was ist denn Kernschussreichweite? Das kommt auf die Waffe an. Ein Laserkarabiner. Beim Laserkarabiner... Der hat 60 Meter normal. Laserkarabiner hat der 60 Meter, dann müsste Kernschussreichweite, glaube ich, 6 Meter sein. Aber die ist er definitiv weiter weg. Ja, ist okay. Dann schießt sich halt einfach auf den, der da noch steht. Warte. Boah, ich treffe. Ja, treffe. Ja, wie viel Erfolgsgrad hast du zum Treffen? Ich hab getroffen. Ja, du hast getroffen. Ja, aber mit einer 92? Ihr habt echt Sonnenfeuer. Was ist denn los? Ich hab genau die 20. Dann mache ich Schaden. Warte, das sind dann 8 Schaden DS0. Energieschaden. 8 Energieschaden DS0. Ja, dann sagen wir gerade mal, was du für eine Zahl geworfen hast zum Treffen. 6. 6, diese 6. Sagen wir mal gerade, was für eine Trefferzone die 6. Achso, nee, warte, stopp. Ich habe eine 20 geworfen zum Treffen. 0-2 ist ein Kopftreffer. Okay, ja, dann sieht man, wie der Lasertreffer in seinen Helm einschlägt. So ein Teil von dem Helm, von dem Armaplast, verschmort. Und er auf jeden Fall eine ganz üble Brandwunde am Kopf hat und auch aufschreit. Aber noch steht. Spuck dir ins Auge und blende dich. Reichweite 2. Warte, nachgucken. Arm jetzt. Ah, es ist egal, was für eine Waffe für eine Reichweite hat, BF-Würfen auf ein Ziel mit maximal 3 Meter Abstand. Okay. Sind Kernschussreichweite. Ja, ist nett, okay. Also Nahkampf gleich Kernschuss. Ja gut, 3 Meter Abstand ist für Nahkampf, je nachdem mit welcher Waffe, schon weit. Aber ja. Quasi Nahkampf. Wo war ich jetzt? Achso, ja, okay. Ja, dann seht ihr, wie der nette Herr nach seinem Gürtel greift und einen Gegenstand zu euch nach vorne wirft. Granate! Könnt ihr jetzt mal. Warte mal, du hast eine volle Aktion gemacht. Ich hab nur geschossen. Du kannst einen Ausweichenwurf machen, ob du zur Seite sprengen kannst. Ich darf nicht dagegen treten. Diese Granate halt voll Volley nehmen und. Da, kannst du machen. Sekunde. Ja, es wäre ein Gewandheitswurf. Dann warten wir ab jetzt. Ich geschafft. Sackhaar ist breit, aber geschafft. Geschafft? Ja. Dann sieht man in Zeitlupe, wie diese Granate, auf der so eine rote, Lämpchen blinkt, so eine rote Diode leuchtet, pick, 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 auf 3-2-3 zufliegt und er genau die Parabel des Fluges abmisst und mit seinem, du hast ein normales Bein oder ein bionisches Bein? Normales. Normales Bein
ein Vollspannschuss quasi auf die Granate abzieht. Und genau in dem Moment, als die Granate seinen Fuß berührt, hört ihr einen. Eine Granate doof. Mit Aufschlagzünder. Und, unfair. Ja, so sind wir im Warhammer-Universum. Fair wie die Sau. Sollen wir gerade mal gucken, das war aber in Anführungszeichen nur eine Fragmentgranate. In Anführungszeichen Aua direkt an meinem Fuß. Ja. Ist, glaube ich, zu überleben für dich. Sind 7 DS0 Explosiv 4, das heißt, Cluster wird auch mit 7 DS0 getroffen. Minus Panzerung, minus Widerstandsbonus. Ich glaube, da seht ihr beide noch. Das war's? Das war's? Echt, sind Granaten so scheiße? Mehr könnt ihr nicht. Ich habe halt eine 6 und eine 1 geworfen, hallo? Haben wir ein Schwein. Also das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass mein Schuh raucht. Sozusagen. Ey, hörst du auf, Dreck nach uns zu schmeißen? Aber ehrlich. Du Lutscher! Das bin ich gerade überlegen. Das, ich habe jetzt mit dem auf eurer Seite angefangen, ne? Genau, ja. Ja, ja dann. Die hast du wohl von Hammertech gekauft. Nexus Stark. Ja, dann ist der. So gut. Selbst mal gerade nachgucken. Ist gerade wieder schwer durch die verschiedenen Systeme verwirrt. Gibt es Wundabzüge bei Warhammer? Ich glaube nicht, oder? Erst wenn du kritisch verletzt bist. Ja, erst wenn du kritisch verletzt bist. Vor Luna steht ein in die Schulter getroffener Erstmal ist Krotz dran. Hat er schon geschossen für die Runde? Ne, der Feind ist erstmal. Alles gut. Ja, deswegen, ja. Der Feind, der Söldner. Ja. Also. Übungsgranate, Frachtglashase, genau, ja. Ja, richtig. Der dann das Sturmgewehr auf dich richtet und Heiland, meine Sterne, habt ihr Glück. Es ist zwar Kernschussreichweite, aber mit einer 61 hat er auch, glaube ich, nur einen Erfolgsgrad. Ja, nur einen Erfolgsgrad. Das heißt, man hört ein Rattern eines Sturmgewehres durch den Gang hallen. Krotz sieht vor sich im Gang Mündungsfeuer und befürchtet wahrscheinlich schon das Schlimmste, weil Schwester Luna direkt davor steht, aber trotz der plus 30 auf Kernschussreichweite trifft dich wirklich nur eine Kugel, die dir auch nur 5 Trefferpunkte. Darfst du nicht ausweichen? Ja genau, wo du auch nur ausweichen darfst, richtig. Und das bin ich. Episch, was soll man sagen? Was soll man sagen? Ja. Hinter dir betreten zwei Söldner den Gang. Einer hat ein Schwert in der Hand und rennt zu dir rüber, schafft's aber die Runde nicht, dich zu schlagen. Und der andere mit einem Sturmgewehr feuert auf Grotz. Der ist nicht in Kernschussreichweite, deswegen jagt er die ganze Salve in die. Der hatte Kernschussreichweite und vollautomatisch. Ja. Jagt der. Nee, warte mal, mit Kernschuss und vollautomatisch trifft da wirklich eine Kugel. Krotz, du darfst ausweichen. Ich muss kurz gucken, ob ich Ausweichen besitze. Wenn du es nicht besitzt, wirfst du auf G halbe. Ja. Mann. Ausweichen habe ich aber erlernt. Das ist also dann Geschick Gewandtheit. Gewandtheit. Ja. Ich habe mir 27 gewürfelt, Gewandtheit habe ich 40, also habe ich einen Erfolgsgrad. Ne, zwei sogar, oder? Ja. Sind zwei oder einer? Zwei, ne? Einer.
Einer, okay, Entschuldigung, einen Erfolgsgrad. Ja, dann weichst du der Kugel aus. Und dann bist du auch direkt wieder dran. Jotalan, zeig dich, wie das geht, du Aschhorst. Willst du weiter nach vorne gehen und einmal schießen oder willst du stehen bleiben und vollautomatisch schießen? Ich möchte vollautomatisch schießen. Plus 30 zum Treffen. What? Also Treffen um 30 erleichtert, weil vollautomatisch. Ach so, okay. Dann habe ich 3 Erfolgsgrade. Mhm. Dann Treffen. Stimmt nicht, Entschuldigung, ich habe 2 Erfolgsgrade. Entschuldige bitte. Dann Treffen. 3 Kugel, 2 Kugeln, wenn er nicht auswische. Ah, ne, ich hab ja gesagt, die haben keinen Dodge und GE halbe hat er nicht geschafft. Du darfst 2-mal Schaden würfeln. Ich muss fragen, was die Waffe für einen Schaden macht. Sag ich dir, das ist ein W10. Plus 3. Danke. W10, ja. Plus 3. Dann habe ich 10. Also für eine Kugel 10. Und du hast gesagt, 2 Kugeln treffen? Genau. Die zweite Kugel 9. Ja. Der hat aber DS 0, wenn ich es richtig erinnere. Ja. Ja. Genau. Ja, dann schlagen 2 Kugeln in ihm ein und er ist schwer verwundet, blutet auch zwar aus 2 Kugellöchern aus dem aus der Brust, aber bricht nicht tot zusammen. Gut, Schwester Luna. Hast einen, ja, Dalan, so macht man das. Entschuldigung. schwer verwundeten Feind vor dir. Oder einen, ja, verwundeten Feind, sagen wir es mal so. Der Kitzer ist noch nicht tot. Ich gebe ihm jetzt den Rest. Ja, dann mach bitte den Angriff. Oder auch nicht. Der ist ganz schön... Der ist ganz schön dünn. Kannst auch keinen Schicksalspunkt aufgeben, um nochmal zu würfeln. Okay. Ja, mit 3 Erfolgsgraden. Ja. Kein Dodge, aber und eine 85 beim Auswürfen, das heißt, du triffst. Und mach 12. 12? Mhm. Da ist Stärkebonus schon drin? Mhm. Ja. Das geht ja nur bei einem W10, geht sonst keine 12. Boah, Moment, das Schwert macht nur W10. Achso, ja, klar, macht es nur ein W10, ja, richtig, ja. War aber keine 10, die du geworfen hast, oder? Nee, eine 9. 9er, schade. Gut. Aber trotzdem. Schauen, ja, reicht. Damit trennst du ihm quasi mit einem Hieb den Kopf von den Schultern. Das geschieht mit Ketzern, sage ich so in Richtung desjenigen, der da noch so rumballert. Es sind sogar noch 2. Beziehungsweise einer mit einer Nahkampfwaffe, der eben an dir vorbeigehauen hat. Gut. Kommen wir zu dem Übungsgranatenwerfenden... Etwas auf der Gangseite von Cluster und 3-2-3. Ja. Ja, also, ihr seid dran. Dran. Ja, ihr seid dran, genau. Cluster ist vorher dran, so. Unpräzise ausgedrückt. Mhm. Ich schieße. Und mach was ist das nochmal? Gottes Willen, ich merke mir das noch heute. 13 DS4.
Wie viele Erfolgsgrade zum Treffen hast du? Habe ich gewürfelt. Einen. Hat nicht ausgewichen. 13 DS4. Habe ich gesagt, oder? Ja. Habe ich behauptet. Dann ist er verletzt, aber steht noch. Da kann 3-3 nochmal nachsetzen. Wenn ich halbautomatisch schieße, was kriege ich am Bonus? Halbautomatisch plus 10. Dann mache ich das. Ach Gott sei Dank. Dann treffe ich sogar. Ja. 70 zum Ausweichen. Bringt nichts, dann darfst du Schaden machen. Trifft aber jetzt auch nur eine Kugel, oder? Ich habe keinen Erfolgsgrad. Dann trifft nur eine Kugel, richtig, ja. Ein Laser. Ein Laser, ja. Das aber sind dann 11. Ja. Der ist 0, oder? Ja. Was hast du zum Treffen gewürfelt? Was für eine Trefferzone? Warte, lass mich lügen. Körper. Körper, ja. Dann sieht man, wie sich der Energiestrahl durch die Armaplastrüstung vorne durchbrennt, den Körper durchlöchert, hinten wieder rausbrennt, ein sauberes, unterarmgroßes Loch im Körper entsteht und er da nur ungläubig drauf guckt, man nach hinten umfällt. Läuft hier angegossen. Ja. Währenddessen, bei euch war da sonst keiner mehr, hört ihr weiteres Feuer, das gerade oben aus dem Treppenhaus kommt. Aha. Allerdings kein vollautomatisches Feuer. Kein Projektilfeuer. Sondern irgendwie, was sich nach einer Energiewaffe anhört. Also kein Papapapap, sondern Piu Piu Piu. Ja, ein bisschen lauter. Piu Piu Piu. So ein Mittelding. dann sind jetzt die Ketzer, also die beiden Söldner bei Grotz und bei Luna dran. Der mit seinem Schwertchen schlägt nochmal nach Luna. Trifft. Kannst parieren mit einem KG-Wurf. Hast du, weil dein Schwert ausgewogen ist, eine plus 10? Episch. Episch. Ja, ich bin mit 4 Erfolgsgraden ausgewichen. Pariert. Ja, auch gut. Ja. Ist ganz locker. Nicht mit mir, Ketzer. Das andere ausweichen. Ja, und der mit dem Sturmgewehr schießt auf Grotz. Hat da aber... jetzt muss ich überlegen. 2 Erfolgsgrade, also 2 Treffer würde er landen. Kann Grotz ausweichen, wenn er möchte. Grotz weicht aus, muss gucken, ob schafft. Grotz weicht nicht aus. Grotz nimmt gerne auf mit Körper. Dann kriegst du einmal 7 Schaden, einmal 6. Er ist 0. Seine Rüstung ab und dann wieder deinen Widerstandsbonus. Was da noch übrig bleibt, nimmst du. Grotz hat keine Rüstung. Doch, Grotz hat wattierte Weste. Steht nichts drin, was macht wattierte Weste kaputt. Und einen dreckigen Overall. Einen dreckigen Overall? Ja, der hat mindestens eine 25. Mindestens. Hat bei Rüstungen, schwere, wattierte Weste hat 2 Rüstungspunkte. Okay, wie viel Schaden waren das? 6 und 7. Also 13. Du ziehst die getrennt an. Einmal die 7 Schaden, deine 2 von der Weste so runter, dann deinen Widerstandsbonus, also die Zählerzahl vom Widerstand, also 2, 3, irgendwas. Warte mal, Widerstand habe ich 4. Ja, dann geht ich, also einen und der zweite geht sogar unter. Ja. Hey, krass! Hast du gesehen, wie ich gemacht habe mit Körper? Macht Kraut, du Sau! Ich glaube, Grotz ist ein entfernter Verwandter von Sohan.
Ich fühle keinen Schmerz. Sozusagen, ja. Dann ist auch Grotz direkt wieder dran. Ja. Wie weit ist er von mir weg? Auf Kernschussreichweite seid ihr beide. Okay, also 3 Meter. Genau. Da hast du dich eben vertan. Du hast 30 für vollautomatisch und plus 20, 30 für Kernschuss, 20 für vollautomatisch, also plus 50 zum Treffen. Ich möchte jetzt etwas versuchen. Mhm. Ich möchte jetzt meine Schrotflinte vom Rücken nehmen, die 2 Schritte auf ihn zumachen, ihm die Schrotflinte an den Kopf halten und abdrücken. Ja, für den Waffenwechsel ist eine halbe Aktion. Und schießen wäre nochmal eine halbe Aktion. Also bewegen ist jetzt nicht mehr dran, aber du bist ja so nah dran wie nur möglich. Also ist immer... Gut, dann strecke ich halt nur Arm aus. Mhm. Arm mit Lauf. Du darfst aber halt nur einmal schießen. Wenn du das Sturmgewehr, das du in der Hand hast, einsetzt, darfst du halt eine vollautomatische Salve schießen. Dann musst du jetzt wissen, was du lieber machst. Du musst einfach das Sturmgewehr schräg halten, dann drückst du einfach voll ab. Okay, halt die Sturmgewehr. Hey, genau, mache ich wie Miami Vice. Halt dich nicht gerade, halt dich schreck und mache bam 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 bam. Gangster-Style, dann hast du plus 50 zu treffen. Sekunde. Warum? Kaputt. Mein Dice-Pack funktioniert nicht mehr. Habe ich Erfolgsgrade 4. Ja. Das heißt, Gar nicht wahr. Entschuldigung, habe ich Erfolgsgrade 3. Nix 4. Ja, aber 4 Treffer sind das dann. Erstens zum Treffen und 2 Erfolgsgrade. Er kann nochmal auf Ausweichen würfeln, aber da der das... Nein. Treffen 4 Kugeln des Sturmgewehres mit einem W10 plus 3 DS0 Wuchtschaden. Würfel mal 4 mal ein W10. Der erste hat eine 10, also 13. Mhm. Dann der zweite... Mhm. Ja? Warte, ich sage erstmal durch, okay? Ja, ja. Also der zweite hat 10, der dritte hat 10 und der vierte hat 5. Und wenn ich dann noch einen nachwürfeln darf, also hat der 4. Also müsstest du eigentlich nochmal einen BF-Wurf machen, wenn du den bestehst. Ach so, okay. Mit den gleichen Modifikatoren, also nee, plus 50. Ja doch, dann habe ich wieder bestanden. Minus 50, ja. Dann habe ich bestanden und dann aber trotzdem nur eine 4. Ja, ist so die typische Filmsterbeszene der Hollywood 80er, dass du die Kugel in den Reinigungsteller steht und dann einfach nur nach hinten umfällt. Ja, Luna. Hab ich gesagt, ich besser als du. Lan. Luna. Luna macht dolle Aua. Mhm. Und hat es geschafft, also. Ob er parieren kann mit seinem Schwert, aber mit einer 95 bringt ihm auch das ausgewogene Schwert ist nichts. Dann mach ich 9. Mhm. Schwert. Du brauchst einen neuen Schadenswürfel. Mhm. Wow, 7 ist ja schon mal überdurchschnittlich, oder? Wieso 7? Ja, 7 war der Wurf plus 2, oder? Nee, 6 plus 3. Ah, ja, okay. Dann. Bist du? Alles klar. Gut. Ihr habt euren drüben zersägt. Ja, dann ist bei euch der Gang im Moment frei, Cluster und 3 zu 3. Dann gehe ich mal die paar Meter vor bis zum nächsten Raum und guck mal rein. Dann schauen wir mal. Ihr seid jetzt gerade da vorbei. Das heißt, du guckst jetzt in den rechts in den Gang 3, in den Raum 13 in ein großes Büro oder links runter einen längeren Gang, wo unten auch ein Büro ist. Aber da siehst du im Moment niemanden. Das war die eine halbe Aktion, dann mache ich nochmal weitergehen. Gucke wieder. Ja, genau. Dann ist gesichert. Weitergehen Richtung Raum 6, Richtung Reception Room. Den Gang runter, ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die Karte ist. Einen Moment. Ja, ja. Geradeaus den Bogen nach oder links runter Richtung dieses Büros?
geradeaus dem Bogen nach. Alles klar, ja, da ist der Raum auch gesichert. 3 zu 3, du folgst? Ich gehe zu den Leichen. Ja. Ich heb Granaten auf. Die haben tatsächlich noch eine Fragmentgranate dabei, richtig? Aufschlagzünder. Läuft, nehme ich mit, gehe hinterher. Was ist da? Top. Taktische Ansage. Dann ist nochmal der Söldner dran. Der schlägt nach Luna mit seinem Schwert, aber mit einer 72 zielt er viel zu kurz und muss sich nur ganz klein bis nach hinten lehnen. Und wir kommen in die nächste Kampfrunde. Grotz ist wieder dran. Die waren jetzt schon dran? Der eine? Ja, der hat gerade an Luna vorbeigehauen. Okay, sind da jetzt noch Räume auf dem Weg zu Luna oder? Einer. Dann mache ich einen flüchtigen Blick rein. Räume oder Räuber? Was hast du gerade gesagt? Räume. Ob da noch Räume sind, wo eventuell noch Schurken sich verstecken können. Schleit. Nee, da bist du jetzt an jedem vorbei. Dann kannst du. Hey, reden. Luna! Den machst du alleine platt. Lan! Ich gehe zurück in den Gang, wo ich das Wiu Wiu von her höre. Hm? Ja, und schaue da um die Ecke, wenn meine Aktion bis dahin reicht. Das war die Treppe 15 in der Haupthalle hoch. Also von oben hast du das gehört. Genau, also ich gucke jetzt erstmal um die Ecke. Ja, da ist nix. Okay, dann gehe ich die Treppe hoch. Okay, du gehst Richtung Treppe. Die Treppe erreichst du diese genau. Nicht, ja. Deswegen sage ich ja. Okay, Luna. Soweit nicht meine Füße zu tragen. Luna haut ihm sowas von in die Fresse mit 5 Erfolgsgran. Keine Chance auszuweichen. Tja, so schaut das aus, wenn man gegen mich kämpft. Ja. Ich brauche wirklich einen neuen Schadenswürfel. Ich mach 4. Boah. Das ist mies. Hast du gut gezielt, aber irgendwie hast du da gerade eine sehr stabile Punkt der Rüstung getroffen, wo du halt nur ein bisschen in die Rüstung reinkommst mit der Spitze des Schwertes, aber da irgendwie die Klinge abgelenkt wird. Ja, aber Cluster und 3-2-3. Cluster geht den Bogengang nach in dem Raum 6 und Raum 3 siehst du nichts und in dem großen Raum 16 der Bibliothek siehst du im Moment auch keine Söldner. Hallo, ist noch jemand da? Keine Antwort. Dann rufe ich den Gang zurück runter. Hier ist keiner mehr. Ich drehe auf der Stelle rum. Ja. Und renn zurück zur Treppe. Du rennst. Dann kommst du tatsächlich auch an die Treppe. Wahrscheinlich hebst du ganz kurz deine Waffe, weil du siehst, dass jemand von dem Gang gegenüber kommt, aber schneller genug erkennst du Grotz. Der Söldner bei Luna schlägt nochmal zu mit seinem Schwert, hat aber mit einer 85 ganz weit vorbeigeschlagen. Und dann hören Grotz und 3-2-3 nochmal dieses Energiewaffenfeuer. Und ihr seht, wie so glühende Fleisch- und Armaplaststücke rückwärts die Treppe runtergeflogen werden. Geflogen kommen. Und hinterher mit einem Plasmapistole am rechten Arm ausgestreckt. Lauren Strophen, die Treppe runterkommt, in seiner Gardeuniform. Wie gesagt, in der rechten Hand ausgestreckte Plasmapistole und er wird von so einem schimmernden Energiefeld umgeben. Und sichert auch den Raum nach unten, als er euch beide dann erblickt und keine weiteren Söldner nickt er euch nur zu. Kommt die Treppe weiter runter. Die krasse Leuchte, Mann, Lan! Ich brauch auch! Lan, musst du mir verkaufen? Ich geb dir Kraut! Er lächelt dir ein bisschen müde zu, aber gibt da erstmal keine Antwort und sagt: Sind noch Eindringlinge hier? Negativ.
Krass, tot, Lan. Gut. Warte, noch einer? Ja. Stopp, ich sage negativ rechter Gang, weil er jetzt die Treppe runterkommt. Mhm. Und die ja links waren, rechter Gang sauber. Genau, richtig, sehr gut. Ja, dann ist Luna dran. Eine 5. Damit habe ich wieder 5 Erfolgsgrade. Sehr gut. Ja, der pariert mit einer 70 nicht. Ich nehme mal einen anderen. Warte mal. Jetzt kommt's, dreimal gerechter Zorn hintereinander. Nee, es ist eine 11. Aber eine 11 ist super. Das ist schon mal mehr wie 10. Damit fügst du ihm eine ziemlich schwere Bauchwunde zu. Und er bricht auf die Knie zusammen, schaut dich nochmal hasserfüllt an. Geh doch kacken, du Betschlampe. Ich glaube, diese Aufforderung nehmen wir uns auch gerade mal. Zum Beispiel, wir sind gleich wieder da.
So, da sind wir wieder in der Pause. Sorry dafür die Fehleinblendung. Ich habe kurz den Abspann laufen lassen. Das sollte nicht so sein. Natürlich geht es jetzt erst noch weiter. Red Gateway. Red Gateway. Och, hör doch auf. Ah, jetzt geht's. So. Genau. Der Söldner ist vor dir in die Knie zusammengebrochen, hat dir einen bösen Fluch entgegen. Schleudert, Luna. Du hast jetzt die Wahl, ihn entweder nochmal den Todesstoß zu geben oder ihn eventuell zu verhören. Ich köpfe ihn. Ist immer eine mögliche Wahl. Ja, dann schlägst du ihm den Kopf ab, er bricht zusammen. Und ja, ansonsten sind jetzt keine Feuergeräusche mehr im Haus zu hören. Ja, denke ich mal, dass irgendwann Laster 323 Oberststrophen nochmal bei euch bei dir in den Gang reinkommen und dann nachfragen. Schwester, ist bei euch alles in Ordnung? Mutter, ist bei euch alles in Ordnung von Strophen? Ich kick den Kopf weg und sag, alle Ketzer tot. Besser könnte mein Tag nicht sein. Ja, er lächelt dann amüsiert. Ja, es hat Verluste im Haus gegeben, aber naja, auch wenn das seltsam klingen mag, dem Imperator sei Dank, nur Bedienstete. Julia ist unverletzt und ich selbst auch. Hey, krass! Hast du zu verdanken Glitzerding um dich drum, weißt du, Lan? Wisst ihr, wer diese Leute waren? Nein, überhaupt nicht. Aber auch nicht solche Feinde, die Söldner engagieren würden, um mich anzugreifen. Das ist nicht der Stil des Adels. Aber ja, wer weiß, woran es lag. Vielleicht haben sie herausbekommen, dass ich euch geholfen habe oder ja, wer weiß es schon. Ich kann mal kontrollieren, was für Waffen die alle dabei hatten. Ja, die hatten alle so eine Standardausrüstung. Ein paar hatten Granaten, alle hatten ein Schwert dabei. Okay, mein Gedankengang dabei ist, ob ich vergleichen kann, dass die Schnellfeuerwaffen quasi alle aus einem Werk kommen. Dass, ja. Dass man dann Gespür für kriegt, oh, das ist tatsächlich die ein und selbe Waffe in der Ausführung. Ja, hast du Allgemeinbildung, Imperium oder Krieg? Ich habe überhaupt nichts. Ich hab das. Ja, dann darfst du mal da drauf würfeln, wenn du das auch anschauen willst, 3-2-3. Ich bring einfach mal noch die zwei Leichen mit nach vorne. Hier. Ich sammle zuerst mal alle Granaten von denen noch ein, weil die haben mir nur eine geworfen. Ja, eine habe ich schon. Hatte nicht jeder Granaten, insgesamt findest du drei. Ja, reicht mir schon. Ja. Also bin ich jetzt drei Granaten reicher. Richtig. Allgemeinbildung Krieg, sagst du. Genau. Boah, ich hab bestanden. Ja, dann siehst du definitiv, dass es imperiale Waffen sind. Also imperiale, ein STK für imperiale Sturmgewehre aus der imperialen Armee. Aber was dir definitiv auffällt, ist, dass alle Erkennungszeichen von irgendwelchen Fabrikwelten, weil diese imperialen Waffen werden natürlich definitiv irgendwo vom Adeptus Mechanicus gefertigt, die sind alle herausgeschliffen worden. Ich teile das genauso einer mit. Das heißt, es kann gut sein, dass die alle von dem einen selben Waffenhändler sind. Das kann auch sein, ja. Und da wir ja quasi, da der ja quasi an den Heiligen Chor verkauft und das nicht, und die natürlich eigentlich keine imperialen Waffen haben dürfen, weil das wäre ja Hochverrat. Wieso an den Chor? Der Waffenschieber verkauft dann den Chor unter der Hand, hat er doch gesagt. Haben wir doch schon quasi mitgekriegt. Ach so, ja.
So, hochqualitative Kriegswaffen sollen ja nicht so in Masse an den Chor geliefert werden, sondern eigentlich ans Imperium, wenn sie schon aus der Waffenfabrik kommen. Ja. Ergo, schlussfolgere ich daraus, dass die wahrscheinlich von dem Waffenschieber manipuliert wurden, um dem Chor unterzujubeln, besser verkaufen zu können. Er verkauft unter der Hand. Ja. Nur ob jetzt die Leute, die hier angegriffen haben, direkt vom Chor kommen oder nicht, das ist halt noch praktisch. Das ist ja nochmal was anderes. Aber seitdem wir hier sind, stellen wir blöde Fragen. Und man hat uns ja mitgekriegt, dass wir bei die Strophen hier ein- und ausgehen. Kann also gut sein, dass hier das ganze Haus mitunter wir das Ziel waren, weil wir eh zu dir wollten und dir erzählen wollten, dass wir, wie gesagt, hier so ein Mädel dabei haben, das hoffentlich jetzt nicht über die Wupper gegangen ist. Ich irgendwo im Eingangsbereich verkrochen, beziehungsweise kam gar nicht mit runter in den ersten Stock. Genau, sagte der Strophen, ja, die Frau, die er mitgebracht hat, Julia schaut nach ihr. Wer ist denn das? Die erzählt eine ganz wunderbare Geschichte. Über Harmoniemesser und Prüfung von Psionikern und dann Verarbeitung zu kannibalistischem Gesöff. Das wiederum ist ein wunderbarer finanzieller Einstieg, drogentechnisch. Also wir haben hier Waffen unter der Hand schieben, riesigen Drogenhandel. Und alle Finger zeigen so ein bisschen nach, wie heißt die Stadt? Ambulon? Ambulon, ja. Ambulon, die Artefaktstadt. Okay. Verstehe, das ist interessant. Wir brauchen eure Hilfe, um dorthin zu gelangen. Oh ja, natürlich. Nach Ambulon kommt man nicht einfach so. Dort muss man Einladung. Ja. Lasst mich kurz meine Kontakte prüfen. Wollt ihr heute Nacht noch aufbrechen? Oder wollt ihr eure Wunden verarzten und morgen auf? Morgen. Das weiß ich, ja. Wer hat denn Wunden? Ich. Ich kratze mal den Dreck von mir ab. Ich deute mit meinem Finger auf die anderen beiden. Achso. Ja gut, dann. Und ich glaube, dass bei Krotz ein Pflaster reicht. Auf den Zylinder vorne drauf. Wird reichen. Wenn da ein Loch drin ist, reicht das. Den einen Lebenspunkt hält er durch seinen Stolz. Wie krasse Loch in meine teure Hut oder was? Ist da wirklich Loch drin? Ich nehme den Hut vom Kopf und gucke an. Nee, ist da Loch in. Warum sagt ihr das Loch in Hut? Ist doch gar kein Loch in Hut, Lan. Ist nur Loch in Weste. Ist nichts gut. Nichts schlimm. Okay. Hast du ein Glück, dass dein Hut überlebt hat? Krass, guter Hut. Hat der gute Verkäufer gekauft, der gute Hut auf die Kopf, Lan. Krasse Sache. Was wir jetzt machen als nächstes, Lan? Wen fragst du das genau? Na, den Herrn Strufen. Hey, hey, Lan, hey. Gut, hey. Strufen sagt ja, dass er, ich werde jetzt meine Kontakte prüfen nach Ambulon und ihr könnt euch gerne frisch machen und verarzten, was essen. Und ja. Krass, mache ich sehr gern, Lon. Vielen Dank für die geile Essen, weißt du, Lon. Ja. Musst du gucken? Ich habe euch zu danken. Ohne eure Hilfe hätten wir wohl diesen Überfall nicht überstanden. Ach, krass, es war doch nichts. Nichts war da. War unter Bros, weißt du? Hey, ich halte voll die Bro-Fistin. Hey, voll krasse Bro. Er schaut euch etwas fragend an. Liegt dann kurz und hält seine rechte menschliche Hand nach vorne und
Krasse Sache, Pi, hast du gesehen, Pi? Hey, Pi, hey, hey, Pi. Lan, hey Luna, sag es, Pi soll mit mir reden, Lan. Muss ich mal einbauen, immer noch andere Module, damit versteht mich. Krass. Ich schaue nur 323 mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich ignoriere das. Ja. Ey, Bro. Ey, Bro. Ey, Bro, wollen wir essen gehen, Lan? Alle. 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 Ich geh krass essen, Lan. Ach schon, viele Bäume, eine Straße, Alle. Ich hätte jetzt auch genauso gut dabei sagen können, aber ja, passt. Ja, da. Dann sagt er, ich werde euch das Essen dann auf die Zimmer bringen lassen. Die Bediensteten müssen wahrscheinlich erstmal das Chaos beseitigen, deswegen bitte ich euch um ein wenig Geduld. In der Zeit prüfe ich meine Kontakte, ich komme dann zu euch. Soll Julia eure Begleitung direkt in eure Quartiere bringen, oder wie habt ihr das geplant? Sehr wohl. Ja, da ist ja eh noch ein Bett übrig. Ja, mehr als eins. Ich habe übrigens Julias Mahlraum umdekoriert. Inwiefern? Da ist jetzt ein roter Aquila an der Wand. Ja, warum nicht? Ja, dann ja, der Söldner ist halt vor Erstaunen geplatzt. Ist halt so. Ja. Dann kommt ihr... kommt ihr auf jeden Fall zurück in eure... Unterkünfte. Wo... der Überfall noch nicht hinkam, weil die sind ja im Zecken im zweiten Level, genau, da kamen noch keine hin, das heißt, es liegen auch keine Leichen. Paar Hausdiener kommen euch entgegen mit Reinigungswerkzeugen, um unten aufzuräumen. Und ja. Habt ihr eine Möglichkeit, Luna zu verarzten? Auf einmal. Los, heile im Namen des Imperators. Ich begutachte sie von oben bis unten und denke mir nur, heiliges Maschinenöl hilft dir nicht. Okay. Weise. Sobald dann einer der Diensten ankommt mit Nahrungsmitteln. Du, wir brauchen einen Medic. Oder zumindest ein Verbandskasten und einer, der damit umgehen kann. Sehr wohl, Herr. Sehr wohl. Ich werde nach ihm schicken. Super Plan. Ja. Trollt sich dann direkt. Ja, die... Dahlia sitzt so ein bisschen hin und her hippelnd in der Ecke auf dem Stuhl. So um sie so rumgefeuert wird, ist wahrscheinlich nicht so ganz ihr Ding. Schaut dann sich nervös um. Ich starre sie an. Nix. Blicke ernst zu ihr rüber. Hört auf damit. Entschuldigt bitte. Bleibt still sitzen. Entschuldigt. Das war nicht meine Absicht. Hast du eigentlich irgendwas gedanklich mitgekriegt? Inwiefern? Du hörst doch Stimmen. Von anderen Psionikern, die in meiner Nähe sind und mit denen ich länger Kontakt hatte, ja, aber... habe ich hier keine gehört. Also kannst du nix. Außer dich verkrümeln. Naja, immerhin. Tut mir leid, Herr. Bruderzeuge sind Scheißzeuge. Von... Meistens was, zumindest. Was waren das denn für Männer? Warum haben sie das Haus überfallen? Warum tun Ketzer Dinge?
Wir wissen es nicht. Sie fehlgeleitet sind und Orato abgewendet sind. Oh, wir haben da so ein, zwei Theorien, aber bestätigt nichts. Jetzt erstmal essen. Ja. Kriegt ihr auch auf jeden Fall ausgiebig. Gerade so mit dem Essen fertig, dann kommt Lauren Struffen wieder rein. Ich habe eine Möglichkeit für euch. Ich habe einen Kontakt auf Ambulon. Den Juwelier Kronis Estrum. Er kann euch unterbringen und ich kann euch als offizielle Vertreter des Hauses Strophen dorthin schicken und sagen, dass ich dort Lagerhäuser kaufen möchte und dass ihr die begutachten sollt. Dann könnt ihr euch super Plan. Könnt ihr euch auf mindestens auf Ambulon frei bewegen. Allerdings zählt der Adel auf Ambulon nicht so wie hier in Sibelos. Es gibt dort nicht wirklich eine Vorstadt oder eine. Das heißt, für eure Sicherheit müsst ihr selbst sorgen, aber er nickt dann auch nochmal zur Vestaluna rüber. Ich denke, das könnt ihr auf jeden Fall selbst sehr gut. Grund mehr, die mitzunehmen. Und raste mal mein nachgeladenes Magazin wieder in die Voltpistole rein. Ja, das stimmt. Das sind heilige Waffen des Imperiums. Sie tun immer gut. Wir selbst haben sie schon oft das Leben gerettet. Hier, Meister. Ja, stopp, Herr Strophen. Ihr habt nicht zufällig noch ein Snipergewehr im Keller rumliegen? Könntet ihr das näher ausführen? Ein Laserscharfschützengewehr oder? Ich guck mal gerade in die Ecke, hol mal mein Jagdgewehr. Das in groß. Wir sind noch nicht über die Waffen hergefallen. Ist nur, wenn das Scharfschützenlasergewehr. Also brauche ich andere Regelwerke dafür, dann vergessen wir das. Zwar ein wesentlich größeres Magazin und einen DS, aber so. Ja. Meine ich ja, das ist der einzige Unterschied jetzt, deshalb. Ja, sag ich, ist das wir das einzigste, was da noch ankommt. Ja, nein, da kann ich Ihnen, wie gesagt, mit einem Laserscharfschützengewehr aus meiner früheren Zeit als Leihgabe, versteht sich, dienen, aber ansonsten nichts. Ja, nee, dann bleibe ich doch bei dem, was ich hab. Gell, Betsy? Ja, ja. Oh. Hat mein Jagdgewehr gerade geschnurrt? In deinem Kopf schon. Oh Gott. Chaoswaffe. Ah! Ja. Ja, er legt euch dann Schreiben auf den Tisch, die euch als Vertreter des Hauses Strophen und Gäste von dem Juwelier Kronis Estrum in Ambulon ausweisen und auch Passage, sprich Flugtickets sozusagen nach Ambulon für den morgigen Tag. So, was genau dürfen wir da machen? Habe ich jetzt Ärger. Eben irgendwie. Weshalb wir in Ambulon sind als seine Vertreter. Offiziell wäre es für Immobilien zu betrachten, aber das ist ja nur für die Wachen am Port sozusagen oder irgendwelche Kontrollen in der Stadt, um euch quasi auszuweisen. Aber was ihr da wirklich in Ambulon macht, ist ja eure Sache. Ja, okay. Wir sind geschäftlich hier. Nicht Freizeit. Und wir haben auch keine Nahrungsmittel dabei.
Ja, gut. Ja. Hör mal, Leichenfettriegel ist eine Sache, aber nicht im Gesöff. Wenn ihr sonst nichts mehr von mir benötigt, würde ich euch eine gute Nacht wünschen. Ich würde euch aber auf jeden Fall gerne morgen noch verabschieden, bevor ihr aufbrecht. Der Flug ist ja auch erst 10 Uhr morgens angesetzt. Wir haben, wenn ihr möchtet, noch die Möglichkeit, ein letztes Mal zusammen zu frühstücken, oder wenn ihr lieber alleine frühstückt, ich ja, auf jeden Fall danach gerne noch eine gute Reise wünschen. Gut. Gemeinsames Frühstück klingt super. Bring ich Julia mit. Die hat so ein lustiges Gemüt. Ja, werde ich tun. Sie wird euch sicher vermissen. Ja. Ja, sicher. Die schlechten Nachrichten bringen, wird man vermissen. Ganz klar. Ich denke, ihr wart für sie eine willkommene Abwechslung im tristen Alter. Zeigt es vielleicht nicht immer. Am Herzen ist sie eine sehr imperiumstreue Bürgerin. Ich wünsche eine gute Nacht. Ja, weg geht dann. Wenn ich mich gegessen habe, lege ich mich hin. Ende. Ja, ebenso. Kommt denn irgendwann noch ein Arzt? Nein, du wurdest vergessen. Definitiv kommt kurz nachdem Strophen gegangen ist, ein kein Hausangestellter, ist tatsächlich ein richtiger Arzt. Mit einem Koffer und noch einem Gehilfen sozusagen, der Gerätschaften trägt da rein. Guten Abend, mein Name ist Dr. Beinbrech. Ich habe gehört, es gibt hier einen Verletzten, den ich versorgen sollte. Ich gucke ihn an. Victor? Nein, Reginald. Warum? Ja, dann ist euer Gehilfe nicht Igor. Nein, er heißt Archibald. Okay. Ich drehe mich im Bett um. Ich schaue den Arzt an und sage, nur eine kleine Wunde im Dienste des Imperators. Ich kann es verkraften. Das heißt, ihr wünscht keine Behandlung? Doch, Luna, setz dich hin, hör auf zu jammern. Alter, du blutest uns den Teppich voll. Als er dann näher kommt, seht ihr, wie sein Gesicht so leicht versteinert und fahl wird, weil ja durch die Kämpferei, Lauferei, Schwitzen, das hat natürlich die Schminke verrutscht und das Lilientattoo auf deiner Wange kommt so durch. Entschuldigt bitte, Schwester, ihr müsstet da schon für eure Panzerung ablegen, wenn ich die Wunde versorgen kann. Er schluckt auch so laut hörbar. Ketzer! Das Tattoo ist auf der Stirn, aber ja. Ja, sie fängt halt ungeniert an, sich die da zu entblättern. Wird's noch ganz lauter machen. Ganz ekelhaftes Geräusch. So Glück den Stream gemutet, aber euch habe ich vergessen. So. Alles gut. Ja, sichtlich bemüht darum, keine falschen Bewegungen zu machen, fängt er an, Luna zu verarzten, guckt sich die Wunde an. Das war eine Schwertwunde oder was? Eine Schusswunde? Eine Schusswunde meine ich. Ja. Oh, ja. Erstmal schauen, ob ein Projektil drin steckt und tastet halt auf der Wunde rum. Oh ja, na, zumindest ein paar Splitter. Und fängt dann an mit so einer gebogenen, spitzen Pinzette. In der Wunde rumzusuchen. Es zieht ganz schön, aber du hast schon Schlimmeres überlebt. Für den Imperator. Genau, denn Schmerz ist Glaube, der in den Körper fährt. Und ruckzuck hat er so zwei Pistolen, Kugelfragmente rausgeholt. Der Hauptteil der Kugel ist wohl in der Rüstung abgeprallt oder abgeglitten. Und verbindet sie dann. Also, ich würde euch ein paar Tage Schonung raten, Schwester. Ach was. Das geht schon. Und ich stehe auf und
ziehe mich wieder an. Fang direkt an, Leibesübungen zu machen. Ja. Gut. Dann, wenn sonst keiner mehr Hilfe braucht, empfehle ich mich. Ich nicke ihm so entlassen zu. Kratz. Kratz, ich du brauch Pflaster. Lan und ein Kräuterpfeife, Lan. Alles gut. Nur was dir der Rock kaputt? Hast du neue Rock dabei, Dr. Arzt? In der Tat nicht, nein. Krass, dann du mir nicht ganz helfen, Lan. Dann zeig ihm wenigstens die Stelle, dass er ein Pflaster drauf machen kann. Krass, hast du Pflaster mit Kopf drauf? Mit Figurkopf, Lan? Rattokopfzeichen. Ich hab für die Kinder Aquila-Pflaster dabei. Wenn ihr so eins wollt, könnte ich euch eins geben. Krass! Machst du dann drauf? Da. Ich zieh Hemd und wattiere den Wappenrock hoch. Da, guckst du, ist kleine Loch drin. Kommt so näher dran, guckt. Das ist maximal ein blauer Fleck, aber wenn ihr wünscht, mache ich euch gerne ein Pflaster darauf. Schält dann aus so einem sterilen Päckchen so ein dunkelblaues Pflaster mit so einem gelb-goldenen Aquila drauf und klebt das drüber. Au, krass! Au! Du, vorsichtig! Das ist schwere Verletzung, Lan! Krass, das Ding, hast du... Ja, voll krass. Aber jetzt, ich geh besser schlafen, Lan, weil... Schwere Kampf, schwere Verletzung, Wunde. Tut so weh. Aua, Lan. Morgen früh wacht er auf, Arm und Beine weg. Lan, krass, ich gehe aufs Zimmer. Gute Nacht, Leute. Lan, hey, Pi. Gute Nacht, Pi. Weißt du, Lan? Ciao. Krass. Okay. Dann legt euch alle schlafen. Ja. Soll die Dahlia in einen Extraraum? Soll die bei Luna schlafen? Soll die bei den Herren schlafen? Wenn sie bei mir schläft, muss sie auch meine Übungen mitmachen. Das extra Bett stand bei mir. Die drei Herren waren in einem Zimmer. Bei uns. Die ist wichtige Zeugen, wichtige Gefangene. Kannst du aussuchen, wie du willst. Die pennt bei uns. Wenn Luna da kein moralisches Veto einlegt, ja. Luna, da kannst du mir jetzt gerade mal querkommen. Ich denke, ich habe keine Moral. Ja, du hast blank gezogen, ja, richtig. Also. Sexverständnis non vorhanden. Lassen wir das. Also ich rechne nicht damit, von daher. Mir wurscht, wo sie schläft. Auf unter Nebenkrotz. Gleichzeitig. ja, dann folgt sie euch und legt sich bei euch irgendwo ein freies Bett im Zimmer. Mir ist das egal, ich schick bestimmt einen Pen. Schaltest ein Sleep-Display an? Ja. Mit dem Hand an der Waffe lege ich mich schlafen. Alle legen wir uns hin und schlafen. Solltet ihr auch in ihrem eigenen Bett schlafen oder solltet ihr bei dir im Bett schlafen? Die sollte in ihrem eigenen Bett schlafen, das war mein Plan. Ab ins Zimmer, leg dich. Ja, jawohl, da, Herr. Leg ab. Jawohl, Herr. Legt's hin, deckt sich zu. Bete 2 Ave Imperator, schläft dann ein. Die drei Herren der Schöpfung können des Nachtens mal einen Aufmerksamkeitswurf machen.
Scheiße, ich hab's sogar geschafft. Erfolgsgrad. Gehen die auf Gehör? Ja. Jawohl, ja. Das wären dann 1, 2, 3, 4 Erfolgsgrade. Wie viel hattest du 3 zu 3? Ein. Krotz? Krass, ich bin schwer verletzt, Lan. Ich krieg nichts mit außer meinen Schmerz. Diesen typischen Herzschlag, wo man in den Ohren, wenn man irgendwo Schmerzen hat, versucht im stillen Raum zu schlafen. Begleitet Krotz die ganze Nacht, deswegen kriegt er nichts mit. Der 3 zu 3 kriegt ein Murmeln von Richtung Dalias Bett mit. Und Cluster, dessen Sinne besonders in der Dunkelheit auf Gehör getrimmt sind, bekommt von ihr so ein albtraumhaftes Stöhnen mit. Nein, lasst mich, nein, ich will nicht, nein. Schleiche ich mal hinter. Prügelt's Krotz. Wie bitte? Prügelt's Krotz. Nein, lass mich. Geh mal so auf Gesichtnähe, stupse an. Hey, Major. Öffne die Augen, streckt hoch. Was? Was? Du machst Jagd. Oh, es tut mir leid, ich hatte einen schlechten Traum. Ja. Weiß nicht. Kannst du das abschalten? Was, Herr? Mir gerade nicht sicher, es... Da war es eine Frau oder... ein Mann mit sehr androgynen Zügen, sehr schmal, keine Haare auf dem Kopf, keine Augenbrauen. Der irgendwie versuchte, einer sehr skelettartigen Hand in mich hineinzugreifen. Diese Schläuche, die er am Kopf hatte, war irgendwie fremdlich. Darfst gerne mal einen Wurf auf Logik machen. Oder generell auf Intelligenz zum Erinnern. Boah, leck mich am Arsch, hab ich ja ein Schwein. Intelligenz geschafft. Unerfolgsgrad. Punktlandung. Punktlandung ist aber auch. Und zwar, jetzt vielleicht. Glatze und Schläuche am Kopf, das könnten im Imperium relativ viele Leute sein, aber diese genaue Beschreibung dieses androgynen Gesichtes ohne Augenbrauen und diese knöchrigen Hände mit diesem schlanken Körper, da kommt dir sofort das Bild von Siprit Danin in den Kopf. Was für ein Siggi? Genau, dein Tete-a-Tete auf dem Soiree, der Fürstin. Wie hieß Siegfried? Siebried. Aus Cyprid, okay. Oder? Ich bin schon gerade... Hat gedacht, Schwulen Roboter gespielt und er hat den Schwulen gemacht. Was hast du gesagt, Cluster? Ja, das war eine Frau. Das ist das, was du antwortest. Ja. Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich kann es dir mit Bestimmtheit sagen, war eine Frau. Habt ihr gesehen, von was ich geträumt habe? Nein, die Beschreibung, die du mir gerade gegeben hast, ist die Tante. Was hat die mit dir gemacht, nochmal?
rechte Knöchel ihre Hand ausgestreckt und ihre Hand ist in meinem Körper verschwunden. Als wenn sie in mich hineingreifen wollte und etwas rausziehen wollte. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass die psionisch war, aber man weiß ja nie. Ich guck mich mal nochmal genau um. Nicht, dass das von ihr eine nicht eine psionische Einbildung war, sondern eine reale vor Ort befindliche Einbildung. Aufmerksamkeitsprobe auf Sicht. Schon wieder 3 Erfolgsgrade, ey. Heute läuft's. Geschärfte Sinne sind was Feines. Waffe übrigens am Anschlag, falls ich das vergessen habe zu erwähnen. So. War mir ja. Klar. So mit Laserpointer guckt man sich so um. Ja. In der Tat, nichts. Mir fällt nichts auf, Meister. In der Zwischenzeit darf Schwester Luna auch mal eine Aufmerksamkeitsprobe. Nope. Ich bin nach meinen körperlichen Ertüchtigungen und der Selbstgeißelung ziemlich erschöpft. Ja, dann sieht man nur quasi in der Vogelperspektive, wie Schwester Luna nachts ein wenig hüstelt. Aber ansonsten passiert bei dir im Raum nichts. Ja, Cluster, du siehst niemanden im Raum. Ja, Mädchen, mach jetzt kein Palaver, aber mach mal T-Shirt hoch. Wie gesagt, Herr. Hinten raus ist es Sommer. Genau. Ja, zieh dir T-Shirt hoch. Sehe ich da was? Ein Bauch? Nee. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Theoretisch alt bin. In der Tat siehst du so etwas wie leichte Verbrennungsmale. 5 Punkte, die in so einem Zweidrittelkreis von links unten nach rechts, also von 8 Uhr auf 2 Uhr oder von 7 Uhr auf 2 Uhr laufen. Ist egal, es ist irgendwas da. War das vorher schon da? Ist das eine alte Sache? Nein. Gut, T-Shirt wieder runter. Krotz, aufwachen! Wir haben hier einen Mäuschenmörder im Haus. Ich renn rüber zu Luna. Welche drei Mäuschen? Davon bin ich wach. Definitiv. Ich renn rüber zu Luna. Tritt die Tür auf, oder was? Ja, ja. Luna, bei dir wird die Tür aufgetreten. Krieg ich das mit bei meiner schlechten Aufmerksamkeit? Wenn die Tür aufliegt, schon, ja. Ich schrecke hoch, ziehe mein Schwert und strecke es ihm entgegen. Gut, was? Du lebst noch. Hier ist ein Meuchelmörder im Haus. Oh, das wird spaßig. Sie springt auf und zieht sich schnell was über und rennt dann mit dem Schwert nach draußen. Los, gehen wir Strophen kontrollieren. Gerade als du aufspringst und rauslaufen willst, Richtung Gang kommst, vernimmst du so einen schweren, süßlichen Duft, Luna. Aber der ist alles andere als angenehm. Es ist irgendwie so das Gefühl, als wenn man ja, faules Fleisch oder verrottendes Fleisch mit einem extrem aufdringlichen Vanilleparfum überdecken wollte. Kenne ich den Geruch irgendwoher? Nein, hast du so noch nicht erlebt. Was ist das? Ich folge dem Geruch. Ich mach mal Licht an. Ja, kannst du machen. Der wird in Richtung des Raumes von Cluster stärker. Cluster, du riechst nichts. Okay, dann gehe ich in Richtung Clusters Raum.
und dem Geruch weiter nach. Ich sitze aufrecht im Bett. Mhm. Pistole in der Hand. Okay. Ich will überlegen, ob ich Krotz gleich erschießen soll oder nicht. Ja. Ja, ich nehme an, Schwester Luna wird ja auch nicht gerade leise in den Raum reinkommen. Nö, mit Schwert und Getrappel und... Kann halt trotzdem überlegen, ob er das auch verschläft oder ob er aufwacht. Ey, Alter, krass, warum macht so Lärm hier, Lon? Ich schnüffel in dem Raum rum. Ja, der Geruch kommt quasi von ungefähr 10 Uhr von dir, also Richtung da, wo die Dahlia auf ihrem Bett sitzt. Ja, dann gehe ich zu ihr hin und schnupper mal an ihr. Wird in Bauchgegend intensiver. Sie hat ein Mal auf der Brust. Hemd hoch. Sie macht wieder ihr Hemd hoch. Du siehst auch diese Punkte. Diese, ja, quasi wie Finger groß, als wenn jemand die Hand, die Fingerspitzen auf den Bauch gelegt hätte. Ich berühre die mal. Ja, Sinnesschärfeprobe. Plus 10, weil du so nah dran bist. Sinnesschärfe? Aufmerksamkeit. Ja, danke. Aufmerksamkeit. Plus 10, ja? Ja. Puh, Glück gehabt. Das sind... aus... Wahrnehmung. Ja, gerade so geschafft. Ja. Das reicht auf jeden Fall. Du spürst einen Hauch von Verderbnis, also von dämonischer Präsenz. Ach, verdammt. Ich halte dir das Schwert an die Kehle. Was? Ich hab nichts gemacht, Schwester. Ein Dämon schlummert in dir. Ich schieße. Das müsste ich doch spüren. Ich würde eher sagen, die Meuschelmörder-Tante war hier dran. Ein BF-Wurf, bitte, 3-2-3. Toll, ey. 76 geht daneben. Ja, du bist mit deiner Laserpistole über Lunas und über Dahlias Kopf in die Wand. Boah, Alter, krass! Seid ihr doof oder was? Ich schwer verletzt, ich schlafe lang! Weiß ich, dass diese Wunde dann dieses Gefühl auslösen kann, oder denke ich, das kommt von ihr? Weder noch, also das ist halt eine Situation, die du so nicht kennst, weil du ja nicht bei Maleus, also bei den Dämonenjägern ausgebildet bist. Ich meine, es gibt Logiken, die dafür sprechen würden, dass irgendwas, da sie ja auch eine unsanktionierte Psioniker ist, aus ihr rausgebrochen ist, aber ja, ich weiß nicht, ob Cluster dazu noch was sagen will. Guck lieber nach, ob das Gift ist. Wieso Gift? Und wie soll ich das nachgucken? Naja, das sieht aus, als wären da mehrere Spritzen rein. Das ist schon so mit Fiole. Wie ist das passiert? Und ich frage direkt sie. Ich habe von dieser, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, geträumt. Und ich habe davon geträumt, dass sie mit den Fingern meinen Bauch berührt hat, genau dort, wo die Punkte sind. Und dann hat mich Cluster geweckt. Dann schaue ich so zu Cluster und so mit so einem verzogenen Gesicht so, ist ja wohl klar, das sind Fingerabdrücke. Und ich lege mal meine Finger so auf die Punkte. Hast passt. Du schon das Talent wahrer Glaube? Sag ja. ja. Ja, perfekt. Dann weiß nicht, ob du instinktiv ein Gebet sprechen möchtest oder einfach nur die Hand draufhalten willst.
Ja, wenn ich weiß, dass das dämonischer Natur ist, dann natürlich ein Gebet. Fällt ich murmel was vor mich hin. Ein altes Gebet von deiner Ziehmutter, in Anführungszeichen, also von deiner Ausbilderin aus. Von dem Donner und dem Sturm, erlöse uns, Imperator. Von Seuche und Falschheit, Versuchung und Krieg, erlöse uns, Imperator. Von der Geißel des Kraken, erlöse uns, Imperator. Vor der Blasphemie des Gefallenen, erlöse uns, Imperator. Von der Besessenheit durch Dämonen, erlöse uns, Imperator. Vom Fluch des Mutanten, erlöse uns, Imperator. Auf dass du ihnen den Tod bringst, auf dass du niemanden verschonest, dass du niemanden begnadigst. Wir flehen dich an, vernichte sie alle. Und sie fängt ganz kurz an, unter deiner Hand zu zucken. Und als du deine Hand wegnimmst, siehst du, dass die Punkte verschwunden sind. Der Imperator scheint dich zu mögen. Da bin ich sehr erleichtert, Schwester Luna. Ja, dann stecke ich mein Schwert weg und schaue die anderen an. Von ihr ist nicht zu befürchten. Sind jetzt so, als hätte ich das gleich gesagt. Was? Könnt ihr dann jetzt alle halten, Schnauze oder was? Nein, wir suchen jetzt denjenigen, der das getan hat. Das erklärt auf jeden Fall auch den Söldnerangriff. Nicht wir oder Strophen war das Ziel, sondern sie. Den Zeugen loswerden, erst laut machen, naja, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir halt Plan B. Aber wer war's? Weißt du noch, auf dem Soaree? Was? Die Glatzentante? Weiß ich, dass die es miteinander getrieben haben? Ich habe eine halbe Stunde. Doch, das, wir hatten jetzt Vox offen. Genau. Ah, ja, ich schüttel mich. Ich schüttel mich. Der Sex war gut. Woher weißt du, dass sie es war? Mädchen, beschreib das, was du gesehen hast. Ja. Beschreibt die Person androgyn, Klatze, Kabel aus dem Hinterkopf, keine Augenbrauen. Sehr schmaler Körper. Fällt dir noch jemand ein, der so aussah hier rum? Spricht in der Tat für diese Person. Aber was hat sie mit dem Chor zu tun? Die ist angestellt bei dem einen Jupp. Bei wem? Fürstin war die angestellt. Bei der Fürstin. Ja, der Belladonna, glaube ich, so hieß er. Borella. Ja, die war ja mittendrin, statt nur dabei, ne? Ja. Aber auch so, wie ihr das gesehen habt, definitiv weniger aus fanatischen, gläubigen Gründen, sondern aus gesellschaftlich Prestigegründen. Grund ist ja mal scheißegal. Definitiv, Ketzer ist Ketzer, ne? Ja. Weiß der Ketzer keinen Faden ab. Also holen wir uns diese, wie hieß sie? Cyprid. Müssen mir die anderen sagen, ich habe die anderen gefragt. Das ist halt ein schwerer Name. Aber der eine hat mit ihr Dafür muss man doch keinen gemacht. Namen wissen. Ob ist ihr gemacht? Ja, sag's ruhig. Geflirtet. Dafür muss man doch keinen Namen wissen. Na, du musst dich ja auskennen, Mischka. Ich rede aus Sicht eines Attentäters aus dem 40. Jahrtausend, also bitte. Mann. Hör mal. Namen ist das Letzte, was man fragt. Leck die Füße, ey. Ja, heißt Cyprid. Können wir jetzt nach dem Strophen gucken gehen? Ich hab gesagt, holen wir uns diese Cyprid.
nicht mehr. Die ist wahrscheinlich weg. Wenn sie jemals hier war. So, soll man dann jetzt der Borelle auf die Finger klopfen gehen? Meint ihr, sie weiß davon? Wahrscheinlich. Aber morgen geht's erstmal nach Ambolon. Wir kontrollieren jetzt Strophen, fahren nach Ambolon und zöten dann Borella. Laut eigener Aussage von Cypert hat sie genug zu tun. Hat sie gesagt. Ja, krass, Mann. Ihr werdet nicht langweilig ohne Borella. Ich nenne das genug zu tun. Ihr gebt mir voll krass auf Sack. Ich stehe auf. Hier aus dem Raum Richtung Strophen, um nachzugucken, was alles bei dem ist. Ich dachte, du nimmst jetzt dein Kissen mit und legst dich woanders hin. Ist du das, Bett? Ich gehe ihm hinterher. Ja, definitiv. Dann würde dann auf dem Weg zum dritten Stock kommt ihr an einem Raum von Art Nachtdiener vorbei, der dann aus seinem Raum rausguckt und die Herrschaften, kann ich euch helfen? Hey, Battle of Krasslan, guckst du, ob hier gekommen ist, voll die Attentäter, Lan, kaputt gemacht hier, voll Gift und so, Lan. Und deswegen gucken wir jetzt krass nach Strophen, damit ich schlafen kann. Ich schwer verletzt, okay? Was? Herr Strophen ist schwer verletzt? Krass, genau so, ich auch, weißt du? Dann stürmt er los zum Schlafzimmer vom Loren Strophen. Die Tür auf und kaum, dass die Tür offen ist, schaut er in den Lauf einer Plasmapistole rein, die auf ihn gerichtet ist. Und Strophen sitzt halt senkrecht im Bett. Was ist dir los? Die Herren sagt, ihr werdet verletzt, mein Herr. Wer sagte das? Ich meine, dass ihr hinterher geht, oder? Ja. Ja, zeigt mir das euch. Hab ich nichts gesagt. Ich gesagt, ich schwer verletzt, Lan, damit ich wieder schlafen kann. Schwer verletzt ist schlecht. Ich nachgucke da auch Strophen her, Lan, kaputt verletzt, weißt du, Lan. Was gibt euch Grund zur Annahme, dass ich verletzt sein könnte? Ey, läuft voll rum, Attentäter, Lan. Bro hat voll gepimpert mit der, ja, voll krass. Mir leid, ich kann euch im Moment nicht folgen. Epi! Ey, krass, kannst du nichts folgen, weil du sitzt auf Bett. Wenn du stehen auf, kannst du folgen mir in den Raum, ja? Ja, Herr Strohmann, ich kläre das mal gerade. Ja, bitte. Die Dahlia, die wir haben, ist gerade eben angegriffen worden von einem Attentäterin. Und zwar der Cypret. Ja, im Haus. Und zwar von der Cypret Danin. Bro, kennt sie ihn und auswendig. Krass. Ja, hat er recht, kenne ich. Hab ich kennengelernt. Habt ihr sie fassen können? Ja, nee, war schneller weg, als ich gucken konnte. Woher wisst ihr dann, dass sie da war? Ja, geht so, ne? Also krass, schon gefasst. Hat hier Miss Dahlia von geträumt. Okay. Also sie hat einen Albtraum. Ich wach auf, krieg das mit, geh hin, gucken. Alles klar, ja, nee, beschreibt mir die Tante. Und hat sich angefühlt, als hätte sie in sie reingepackt. Wir gucken nach. Oh, da hat wohl was angepackt. Ergo, physischer Beweis für, also dachte ich, sie wäre da. Verstehe, aber ihr konntet sie nicht ausfindig machen. Das ist richtig. Ja, er steht dann auf, geht in seinem Zimmer an so eine Kognitator-Konsole und sieht so aus, als wenn er irgendwie einen Plan des Hauses aufruft. Also wenn sie sich nicht vor den Haussensoren verbergen kann, ist kein Fremder hier im Haus.
Dann ist sie wirklich wohl schon verschwunden. Frage ist, ob sie es heute Nacht wieder versucht. Aber das kann immer passieren. Ich werde wohl für die nächste Zeit eine Sicherheitsfirma engagieren, bis ich die Sache mit dem freudvollen Chor geklärt hat und allen Verbündeten. Ich würde übrigens vermuten, da es dir ziemlich gut geht, obwohl du Chef vom Haus bist und das Ziel Dahlia war, geht es darum, ein Zeugen loszuwerden. Gegen den Freund vor. Verstehe. Ja. Das würde auch den Söldnerangriff erklären. Mehr oder weniger. Aber der Söldnerangriff war doch Minuten, nachdem ihr das Haus betreten habt und sie vom Ministerium abgeholt habt, oder? Ja, aber wir haben sie vorher aus der Alabaster-Ding raus. Und das hat der freudvolle Chor natürlich mitgekriegt. Aber woher wussten sie, dass die hierher kommt? Es sei denn, ihr wurdet verfolgt und habt es nicht bemerkt. Siehste, haben wir ein Problem. Gut, ich verstehe. Gut, dann hoffen wir, dass der Rest der Nacht ruhig verläuft. Und ja, sonst kotzt doch die Krise. Ja, dann wünsche ich weiterhin eine gute Nacht, die Herren. Krass, auch dir voll krass, gute Nacht, weißt du, schläfst du gut, träumst du schön? Nick dir zu. Bis später, Lan. Hey, und du Knallkopf, du Knallerbsenmensch. Ich nix gesagt, kaputt und so. Ich krass verletzt, guckst du da? Oh ja. Zeig mein Pflaster. Eine fürchterliche Wunde, Herr. Krasse Wunde, ich weiß, Lan. Deswegen, ich geh jetzt auch wieder schlafen, Mann. Ich wünsche eine Kannst gute du Nacht. Sagen, die anderen Schnauze halten? Okay? Ja, dann legt ihr euch alle wieder hin. Und es passiert tatsächlich bis zum nächsten Morgen nichts mehr. Und ja, wie gesagt, Astrophen hat ja darum gebeten, nochmal mit euch zu frühstücken. Irgendwann kommen dann Diener zu euch, die sagen, dass im Speisesaal alles fürs Frühstück gerichtet ist. Und ja, Strophen kommen dann zu euch. Julia ist auch relativ früh da. Sie ist im Gegensatz zu sonst sehr zurückhaltend und sehr anständig. Außer wenn Krotz mal irgendein Lahn rausfällt, dann kann man von ihr so einen nicht überhören. Ansonsten sagt dann während dem Essen Strophen noch zu euch, also der Laurent. Eine Bitte hätte ich noch an euch. Solltet ihr dort in welcher Form auch immer Überreste von Zaia finden. Soll ich es ausdrücken? Bringt sie nicht zurück. Übergebt sie dem Feuer oder der Wiederverwertungsanlage oder was auch immer. Krass, weißt du, wie stinkt, wenn wir jetzt finden noch Reste über oder was? Ist schon Tag tot oder 2, 3, 5. Stinkt voll verwest, weißt du, Lahn, würde ich niemals schleppen rum. Mann. Ich mache schön mit Feuerchen und dann krass in Urne rein und ich spring mit Urne, wenn du magst, Lahn. Dann besteht ja die Möglichkeit, dass diese Verwertung, was auch immer es war, für das Phokasia nur irgendwelche Organe benutzt wurden oder nur irgendwelche Körperteile und der Rest von ihr zu einem Servitor verarbeitet wurde oder so. Krass, kann auch sein, dass nur Körperteile abgenommen und der Rest noch überlebt. Wird er noch verbrennen oder was? Na, wenn sie noch lebt, dann natürlich nicht, bitte. Okay, krass, dann bringen wir mit. Wenn tot, verbrennt, ich spring mit ohne mit Asch. Was? Also auf eurer Heimatwelt so brauch? Die einen sagen so, Lan, die anderen so, Lan. Und einige machen anderes als andere, Lan. Kann euch nicht folgen, aber ihr werdet bestimmt recht haben. Ja krass, du mir nicht folgen, weil du schon wieder sitzt. Das ist immer krass, ey. Warum alle nichts verstehen, Lan?
Hat sonst jemand von euch noch Fragen an den Stroh? Normalerweise würde ich jetzt fragen, ob er eine tragbare Laserkanone hat, aber ich glaube, die hat er nicht. Tragbare Laserkanone. Lass mich kurz überlegen. Nein. Okay. Bin ja auch für den... Oh. Aus? Oh. Da kommt er wieder rein. Das Grand Finale noch mitbekommt. Oh. Und David Schwester. Das sind ja auch Waffen, die für den Zivilgebrauch nicht freigegeben sind. Das hat mich schon genug Freigaben vom Administratum und Ministerium gekostet. Dieses Ausstellungsstück, das bei mir im Wohnbereich hängt, sitzen zu dürfen. Und es ist nicht mehr funktionsfähig. Verdammt. Ja. So. Gibt's hier lecker Frühstück? Ja, wir können dann noch frühstücken. Gibt ja nicht so viel von sich. Werd dann nochmal verabschiedet. Selbst Julia kommt dann nochmal näher, umarmt euch sogar und tut dann bei Lona nochmal so leise flüstern. Finde die Schweine, die meiner Cousine das angetan haben, Schwester. Ich balle die Faust und sage, ich werde sie ihrem gerechten Urteil entgegenführen, im Namen des Imperators. Hab Dank. Ja, ihr werdet dann von einem Gefährt zum Shuttlehafen gebracht und macht einen terrestrischen Flug. Interkontinentalflug. Ja, es ist ja eine große Kontinentmasse auf Skintilla. Ein Pangea-Flug. Pangeatischen Flug. In die Wüstenregion von Skintilla, wo ihr schon von entfernt diese große, dunkle Masse, die beim Näherfliegen als Stadt zu erkennen ist, die auf knapp 200 Meter hohen Tausenden von Beinen sich befindet und sich langsam durch die Wüste hin fortbewegt. Mhm. Und ja, damit habt ihr euer Anflugsziel erreicht, die sich bewegende Artefaktmetropole Ambulon liegt direkt vor euch. Und was ihr dort erleben werdet, das sehen wir definitiv beim nächsten Mal. Krasse Sache! Ah ja. Ja. Also dazu nochmal zur Frage von Frosty vorhin. Nein, morgen spielen wir nochmal eine Runde Schattenjäger. Dafür geht's dann am Donnerstag los mit Primo Victoria. Ich will jetzt einfach das Abenteuer nicht so durchkloppen. Es hat die Spieler ja lang genug gekostet, da hinzukommen, wo sie jetzt sind. Und das sollen sie auch in Ruhe auskosten dürfen, den Sieg und das Finale. Jo. Och, irgendjemand hört sich immer so schlecht an, wenn man sagt letzte Worte, aber Abschlusssatz hat. Ey, krass. Tschüss mit uns. Musst du lachen, Daumen nach oben oder wenn gefallen hat, lan. Musst du machen ein Follow, wenn du nichts gefollowt hast, lan. Und musst du gehen auf Nordpol, wenn du gucken willst, andere Nordpol-Sachen gedingst, gedönst, lan. Krasse Sache, tschüss mit uns. Hau rein, was, lan? Ich besser nicht sagen können, oder? Dann, alles klar. Ja, ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht.